Und jetzt sind wir wieder am Start, gemeinsam mit der Partei Die Partei dieses Thema weiter zu vertiefen. Das Thema Klima, das Thema Ökozid, das Thema Artenvielfalt, auch die Verbindung zu schaffen, aber vor allen Dingen auch vielleicht so ein bisschen nach Wegen zu suchen, wie man doch Menschen ansprechen kann und auch nochmal die Politikerinnen und Politiker ansprechen kann, dass doch endlich was passiert. Weil Argumente und Fakten, da hören wir gleich wieder ein paar dazu, alleine eben nicht ausreichen, sondern wir müssen irgendwie ein paar andere Wege finden. Auch deswegen sitzen wir hier. Ein paar sind schon häufiger dabei gewesen. Aber ich gebe jetzt mal das Wort weiter an die Käthe Kebstadt, die das moderiert, und freue mich auf die Diskussion heute Abend. Ja, vielen lieben Dank, Marco. Erstmal herzlich willkommen allen TeilnehmerInnen hier auf der Zoom-Plattform. Da haben wir ein duales Modell. Ein paar Leute sind zu sehen. Und es sind aber auch noch ganz viele Expertinnen im Hintergrund, die sich über den Chat und über das Frage und Antwort beteiligen können. Gleichzeitig wird das Ganze noch über YouTube gestreamt und wird da auch länger stehen. Dort gibt es bereits schöne andere Talkrunden, die ihr euch anschauen könnt, auch mit Marc Benecke, wie Marco gerade erwähnt hat. Also schaut da gerne mal rein und hinterlasst vielleicht auch mal einen spannenden Kommentar oder eine Frage. Erstmal zu mir. Ich bin Käthe Kebstadt. Ich bin jetzt seit April 2011 in der Partei und Listenplatz Nummer 3 in Rheinland-Pfalz, weil ich Erzieherin bin und studiere aktuell Mensch und Umwelt, so ein Nachhaltigkeitsdings. Genau, so viel zu mir. Wen wir hier so sonst am Start haben, sind größtenteils Expertinnen aus dem Bereich Klima. Und zwar ist es so, dass Die Partei als Bundestagswahlkampfslogan und als Kampagne fährt, dass wir Expertinnen in den Bundestag schicken wollen. Wir haben das Gefühl, dass die BerufspolitikerInnen lange genug Schaden angerichtet haben und dass es an der Zeit ist, Leute reinzuschicken, die ihr Handwerk verstehen und auch wissen, wovon sie sprechen. Und deswegen haben wir sowohl WissenschaftlerInnen und systemrelevante, also auch PflegerInnen, und ErzieherInnen etc. pp. Aufgestellt. Schönen guten Abend, Herr Sonneborn. Genau, so viel zu unserem Konzept. Gleichzeitig haben wir noch 299 KanzlerkandidatInnen, versuchen wir aufzustellen, für jeden Bezirk einen. Was passiert heute? Heute soll der Ablauf folgendermaßen aussehen, dass wir erstmal drei Input-Vorträge haben von drei Expertinnen und hinterher dazu eine Diskussionsrunde veranstaltet wird. Dafür könnt ihr unten bei Frage und Antwort eintippen, wenn ihr Fragen habt. Im Chat könnt ihr euch einfach so untereinander austauschen und alle, die hier mit Video angezeigt werden, können sich einfach durch eine Handmeldung einbringen. Abrunden würden wir das Ganze gerne durch die Frage, die wir euch in der E-Mail gestellt haben. Wir haben euch gefragt, was würdet ihr zuerst verändern, wenn ihr im Bundestag wärt? Das wäre dann die Frage, die wir euch stellen würden, wo jeder noch mal kurz etwas dazu sagen kann. Genau. Ich würde direkt mit der Inputrunde beginnen und da haben wir zuallererst Frau Dr. Julia Kromer. Das ist unsere Spitzenkandidatin auf der Landesliste in Hessen. Und sie arbeitet bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und ist aktiv bei Scientists for Future. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen, Frau Kromer. Sonst sagen Sie Bescheid. Und the stage is yours. Ja, alles gut. Das reicht erstmal für hier. Vielen Dank, dass ich hier heute wieder dabei sein darf. Und ja, man freut sich als Wissenschaftlerin um jede Gelegenheit, diese Fakten wieder in die Welt zu tragen, die ich hier auch nochmal, von denen ich nochmal hier einige kurz vorstellen möchte. Ich bin Geoökologin, bin hier bei Senckenberg im Bereich Wissenstransfer und habe damals Geoökologie studiert, um dazu beizutragen, die Welt zu retten. Und ja, jetzt stehen wir hier und machen uns bereit, sehenden Auges in den Abgrund zu springen. Warum sehenden Auges? Marco hat es auch schon erwähnt. Die Fakten sind da, wir wissen es besser, spätestens seit den Grenzen des Wachstums, des Club of Rome 1972, der Rio-Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 sind die Fakten halt breit bekannt. Und seit dieser Zeit stapeln sich die neuen Berichte und großen Papiere, die belegen, wie ernst die Lage dieses Planeten oder beziehungsweise unsere Lage als auf diesen Planeten angewiesene Spezies
wie ernst diese Lage ist. Ich möchte hier nochmal einige der neueren großen weltweiten Berichte herausgreifen und zitieren. 2019 wurden drei große UN-Berichte veröffentlicht, in denen die besten Wissenschaftler weltweit im Auftrag der Vereinten Nationen den Zustand der Erde, der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt, der Biodiversität zusammengefasst haben. Und die Ergebnisse wurden anschließend auch durch die Mitgliedstaaten verabschiedet, sprich diese erkennen die Berichte als offiziellen Wissensstand an. Soweit. Zunächst war das der globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats zum Zustand der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme, dessen weitesten zur Kenntnis genommenes Fazit ist, dass 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Und dass von den insgesamt wohl ca. 9 Millionen, genau weiß das noch niemand, die auf der Erde leben und von denen wiederum erst knapp 2 Millionen überhaupt wissenschaftlich beschrieben sind. Eine Art, die ausgestorben ist, kann niemand wieder herzaubern oder auferstehen lassen. Gentechnische Methoden erlauben da manchmal Mammut-DNA-Extraktion und sowas, aber eine Art, die weg ist, ist einfach weg. Ihr Verschwinden ist irreversibel und ihr Platz im Großen und Ganzen der Natur, des Naturhaushaltes ist leer. Stichwort Naturhaushalt und unser Platz darin. Der Bericht des Weltbiodiversitätsrats enthält 6 Szenarien, wie es mit der Erde weitergehen könnte. Also verschiedene Handlungspfade von weiter so wie bisher oder bis hin zu globale Nachhaltigkeit wird umgesetzt. Und ein Überleben der Menschheit über die nächsten 100 Jahre hinaus kommt nur in 3 dieser 6 Szenarien vor. Nämlich in denen, die einen wirklich tiefgreifenden Systemwechsel und eine echte gesellschaftliche Transformation beinhalten. Und wir haben wirklich allen Grund, diesen Systemwechsel jetzt endlich zu verlangen. Denn was taugt ein System, das bedenkenlos und täglich Arten opfert, die wir noch nicht mal kennen? Die Kolleginnen und Kollegen hier bei Senckenberg berichten zum Beispiel regelmäßig von Arten, die sie gerade entdeckt haben irgendwo in der Welt, aber dann nie mehr wiederfinden konnten, weil sie inzwischen verschwunden sind. Wie viele verschwinden, ohne dass wir sie kennen? Und ganz sicher ist halt, dass all diese Arten, die Bekannten wie auch die noch Unbekannten, ihre Rolle im Großen und Ganzen der Ökosysteme haben, in dem Netz, das uns versorgt und trägt und das mit jeder verschwundenen Art eben dünner und löchriger wird. Und übrigens gehört der Klimawandel natürlich zu den treibenden Faktoren für das Artensterben. Die werden in diesem Bericht auch genau aufgedröselt mit ihrer Bedeutung. Aber er ist noch wahrscheinlich, kann man sagen, noch nicht der mit dem größten Einfluss. Landnutzungswandel und Landnutzungsintensivierung und auch die direkte Nutzung von Arten bedrohen diese noch stärker. Vielleicht hier noch ein paar Zahlen, die die starken Veränderungen der Lebensräume in den letzten Jahrhunderten der menschlichen Eingriffe zeigen. 85% der Feuchtgebiete weltweit sind seit dem Jahr 1700 verschwunden. 50% der Korallenriffe gingen seit 1870 verloren. Die Siedlungsfläche hat sich seit 1992 verdoppelt. Es gibt 1/3 weniger Waldfläche weltweit im Vergleich zur vorindustriellen Ära. Und seit dem 16. Jahrhundert hat der Mensch schon 680 Wirbeltierarten ausgerottet. Das sind die Tiere, die man am meisten wahrnimmt, weil sie am auffälligsten sind und man sie einfach am besten kennt. Die Aussterberate insgesamt ist 10 bis 100 Mal höher als die natürliche und beschleunigt sich leider auch weiter. An der Art dieser Fakten aus dem Bericht sieht man, wie viele unterschiedliche Themenbereiche und Zusammenhänge es gibt. Und das erklärt auch, weshalb es bei der Biodiversität viel schwieriger als beim Klimawandel ist, erstens mal diese Zusammenhänge zu erfassen und zu verstehen aus wissenschaftlicher Sicht und diese dann auch zu kommunizieren und verständlich zu machen. Aber andererseits, und das ist dann ein bisschen das Positivere dabei, beim Klimawandel, den wir ja alle mitverursachen, sehen wir keine positiven Folgen unmittelbar, wenn wir als Einzelne unser Verhalten ändern. Und sei das noch so drastisch. Und das ist frustrierend und hält viele vielleicht auch vom Handeln ab. Aber beim Verlust der Biodiversität, den wir auch alle verursachen, da kann man als Einzelner natürlich sehr wohl sichtbare Verbesserungen bewirken, zumindest für die regionale Biodiversität. Zum Beispiel im eigenen Garten oder auf Flächen, auf die man selber Zugriff hat. Die Flächen aller Gärten in Deutschland ist so groß wie die Fläche aller Naturschutzgebiete. Das macht schon was aus, gerade auch angesichts der Auswirkungen der Siedlungsflächen, die man so ein bisschen naturfreundlicher natürlich gestalten kann. Dann möchte ich kurz auf den Weltklimarat-Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme eingehen, der auch 2019 veröffentlicht wurde und der auch unterstreicht, dass eben jeder durch sein Verhalten den Wandel herbeiführen kann, vor allem durch sein Ernährungsverhalten. Der Bericht betont nämlich die große Bedeutung der Landnutzung beim Thema Klimawandel. Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft und sonstiger Landnutzung macht ca. 23% aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen aus. Und das bedeutet, dass der Hebel zu handeln in diesem Bereich besonders groß ist.
Im Bericht mahnen die Wissenschaftler vor allen Dingen eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten an. Nämlich, wenn wir den Fleischkonsum nicht verringern, der Pro-Kopf-Verbrauch ist dabei seit den 60er Jahren mehr als verdoppelt. Das wird die Klimakrise sich noch deutlich schneller verschärfen. Und würde sich die Weltbevölkerung noch stärker von pflanzlichen Lebensmitteln ernähren, oder weitgehend vegetarisch, könnten bis 2050 mehrere Millionen Quadratkilometer Land renaturiert werden. Und das wäre wieder ein tolles Werkzeug, den Klimaschutz zu verbessern, weil die nämlich das Klima natürlich schützen. Der Weltklimarat empfiehlt außerdem, im Kampf gegen eine weitere Überhitzung des Klimasystems die Wälder und vor allem auch die Moore noch viel besser zu schützen. Generell gilt, und das ist eine so der Kernbotschaften hier, die ich anbringen möchte, Schutz der Ökosysteme ist immer auch Klimaschutz und umgekehrt schützt Klimaschutz auch die Ökosysteme. Es ist eine Win-Win-Situation, wenn wir das endlich so kombiniert angehen und betrachten. Hier noch einige Fakten aus dem Weltklimarat-Sonderbericht über die Ozeane und Eisgebiete. Der Bericht bestätigt, dass der Temperaturanstieg schon jetzt massive Auswirkungen auf das Leben auf der Erde hat, insbesondere für Menschen und die Ökosysteme in den Küstenregionen, aber eben auch für die Ökosysteme in Gebirgs- und Polarregionen durch das Abschmelzen von Gletschern und das massive Auftauen des Permafrosts. Die Verbreitungsgebiete vieler Arten verschieben sich jetzt schon massiv. Das führt zu Veränderungen der Struktur und der Funktionsweise ganzer Ökosysteme. Wald- und Flächenbrände werden für den Rest des Jahrhunderts in den meisten Tundrengebieten und borealen Regionen sowie in Gebirgsregionen deutlich zunehmen. Gerade in den Tundren haben wir das in den letzten Jahren schon großflächig gehabt. Und für die Ökosysteme der Ozeane wird bei allen betrachteten Emissionsszenarien im Laufe des 21. Jahrhunderts, also in den nächsten Jahrzehnten, ein Rückgang der globalen Biomasse mariner Tiere, ihrer Produktion und ihres Fangpotenzials sowie eine massive Verschiebung der Artenzusammensetzung projiziert. Und die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Rückgangs werden dabei mal wieder in den Tropen am höchsten sein. Die leiden ja immer am meisten unter diesen Auswirkungen des Klimawandels. Für empfindliche Ökosysteme wie Seegraswiesen und Tangwälder, die besonders wichtig für die marine Tierwelt sind, werden hohe Risiken projiziert. Jetzt schon für die Warmwasserkorallen besteht jetzt schon ein hohes Risiko und es wird ein Übergang zum sehr hohen Risiko projiziert, dass sie verschwinden, selbst wenn die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird, was ja im Moment noch nicht so richtig in Reichweite scheint. Und auch hier gilt, alle Maßnahmen, die den Ozean und die damit verbundenen Ökosysteme schützen, stabilisieren gleichzeitig das Weltklima und umgekehrt. Alles hängt eben mit allem zusammen. Und vor ein paar Wochen schließlich noch hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, den Bericht Making Peace with Nature, ein schöner Titel, mal nicht so bürokratisch, wie viele dieser anderen Titel anmuten. Making Peace with Nature heißt er, zum Zustand der Welt veröffentlicht, der sich als Blaupause versteht, wie der Planet, beziehungsweise immer, wie gesagt, unsere Existenz auf diesem Planeten noch zu retten sei. Sie mahnen ganz tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft, Finanzsystemen und Staatssubventionen und Gesellschaft an. Der Bericht stellt fest, dass die Probleme der Klimakrise, des Artensterbens, der Umweltzerstörung nur gemeinsam, also nicht gemeint von uns gemeinsam als Menschheit, na, das natürlich immer impliziert, sondern eben übergreifend in Kombination angegangen und gelöst werden können. Und ganz ähnlich argumentiert auch dieses Jahr wieder das Weltwirtschaftsforum. Wir sind ja wahrlich kein Naturschutzverein. Die zitieren die 5 größten globalen Risiken, nämlich extreme Wetterereignisse, das Scheitern von Klimapolitik, die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen und den Verlust der biologischen Vielfalt. Und das fünft akuteste Problem aktuell sehen sie ansteckende Krankheiten. Und auch diese resultieren ja oft aus unseren Eingriffen in die Natur, wie wir jetzt nur zu gut wissen. All diese Berichte präsentieren aber auch zahlreiche Möglichkeiten, wie die Ausbeutung des Planeten beendet werden kann. Die wichtigste davon, Regierungen müssen das Naturkapital oder das sogenannte Naturkapital in die Berechnung der Wirtschaftsleistung endlich einfließen lassen und es mit erfassen. Die Natur darf eben nicht mehr den Menschen kostenlos zur Verfügung stehen, sondern Nutzung oder Zerstörung muss in die Kostenbilanz eingehen und muss bezahlt werden, zum Beispiel durch den CO2-Preis. Und ganz dringend müssen Subventionen von fossilen Brennstoffen und sonstigen umweltschädlichen Aktivitäten abgeschafft und anderen naturfreundlicheren Techniken zugeleitet werden. Gleichzeitig soll die Finanzwirtschaft Kredite zur Ausbeutung fossiler Energieträger stoppen und Unternehmen müssen zunehmend Abfall vermeiden, in die Kreislaufwirtschaft einsteigen. Also all diese, das sind jetzt wie gesagt keine BUND-Aktivisten, die das fordern, sondern eben das ist mit Handlungsempfehlungen dieser hochoffiziellen UN-Berichte. Ja, bei aller Dramatik ist es nicht so, dass wir schreckstarr in Angst verfallen müssen
obwohl wir die alle haben. Denn die Lösungen sind ja eigentlich da. All diese Berichte zeigen zahlreiche Ansätze für ein weltweit sektorübergreifendes, nachhaltiges Handeln auf. Und deshalb ist es umso unverständlicher und unverzeihlicher, dass noch immer viel zu wenig passiert. Ein bisschen Hoffnung macht mir aktuell gerade der in einigen Tagen stattfindende virtuelle Klimagipfel von Joe Biden, zu dem er immerhin 40 Staats- und Regierungschefs, auch Russland und China, eingeladen hat. Vielleicht tut sich was. Gleichzeitig findet aber morgen die vermutlich letzte Verhandlungsrunde zum EU-Klimagesetz statt, zwischen EU-Kommission, Europaparlament und EU-Staaten. Und es sieht wohl nicht gut aus. Die EU-Staaten allen voran, die deutsche Regierung mit Scheuer und Altmaier, versuchen hier wohl jede Ambition beim Klimaschutz zu verhindern. Die Treibhausgasreduktion soll nur 52,8% sein statt 60. Ein Ende der klimaschädlichen Subventionen fehlt und in der Landwirtschaftspolitik und bei den Regeln für nachhaltige Finanzinvestitionen drohen sich wohl auch gerade Blockierer wieder durchzusetzen. Und damit steht wieder das europäische Klimagesetz als wirklich zentraler Pfeiler dieses berühmten und tausendmal gepriesenen Green Deals der EU auf Sand. Und die EU füllt ihre dringend nötige Rolle als Vorbild beim Klimaschutz vielleicht mal wieder nicht aus. Das wäre dramatisch. Ja, deshalb bleiben wir dran, lassen wir nicht locker. Fordern wir diesen Systemwechsel ein und das Umsetzung all dieser eigentlich bekannten Lösungen. Und ich kann es mal wieder nicht lassen mit meinem absoluten Lieblingssatz, der mich täglich wieder motiviert zu enden, den mal der frühere Umweltminister Klaus Töpfer vor einer Weile bei einer Veranstaltung hier bei uns bei Senckenberg gesagt hat: Die Lage ist so verzweifelt, als dass wir uns erlauben dürfen, unseren Optimismus zu verlieren. Also bleiben wir optimistisch und machen wir weiter. Vielen, vielen lieben Dank für den tollen Input und sehr, sehr informativen Input. Sämtliche Themengebiete abgedeckt. Der Klimawandel bezieht sich nämlich nicht nur auf das Klima. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt, der immer zu kurz kommt, leider in den Medien. Und ich freue mich sehr darauf, Sie als Expertin in den Bundestag schicken zu dürfen. Vielen Dank. Als nächstes hätte ich den wundervollen Dr. Marc Benecke auf meiner Inputliste. Er ist Kriminalbiologe und seit 10 Jahren ungefähr Landesvati, also Landesvorsitzender von NRW und hat auch sehr, sehr gute Aussichten, auch eine Spitzenkandidatur auf der Landesliste noch abzustauben. Ja, das ist mir relativ egal. In der Wissenschaft ist es so, bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen steht der Chef an letzter Stelle. Also deswegen ist das nicht wichtig, an erster Stelle zu stehen. Ich mache es jetzt mal was kürzer, weil der Marco mir gesagt hat, 7 bis 10 Minuten. Und ich will jetzt hier die Geduld der Zuhörer und Zuhörerinnen nicht ausreizen und will nur ganz schlaglichtartig was ausführen, was die Julia erwähnt hat. Dazu teile ich mal, oder ich versuche mal, den Bildschirm zu teilen. So, meinen zweiten Bildschirm kann ich jetzt nicht teilen. Ja gut, dann versuche ich es mal so. Dann machen wir es mal ganz schmutzig. Was seht ihr jetzt gerade? Wir sehen gerade den Bildartikel, warum gibt es Westbeben? Ja, okay, gut. Dann lassen wir das jetzt mal so. Da muss ich das so ein bisschen dirty machen. Normalerweise kann ich meinen zweiten Bildschirm teilen. Also das Problem ist auf der biologischen Seite, dass Menschen natürlich nicht Zeit haben, sich um diese Biosysteme und dieses Vernetzte zu kümmern. Und deswegen fragen die also jedes Jahr, jeden Sommer fragen die alle uns, warum gibt es überhaupt Wespen? Auch die Bild-Zeitung fragt das immer. Und die Frage ist natürlich jetzt gar nicht so verkehrt, weil ich denke, das können selbst viele Biologen und Biologinnen nicht immer richtig beantworten. Nee, ich muss das hier anders machen leider, weil man den Bildschirm nicht richtig teilen kann. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich zeige mal jetzt nur die allerneuesten Sachen. Das ist eine Veranstaltung, die ich gerade mit der ältesten biologischen Gesellschaft der Welt, der Linnean Society of London, hatte, wo ich also Fellow bin. Da rechts seht ihr die Kollegin, die hat das vorgestellt, hat das noch nicht veröffentlicht. Und zwar hat sie sich mal angeguckt, wozu Wespen gut sind. Was die meisten Biologen und Biologinnen selber nicht wissen, ist, Wespen sind genauso wie Fliegen übrigens sehr wichtig für die Bestäubung. Da kommen wir in den wirtschaftlichen Teil rein. Also ne, wer weiß das schon, dass Wespen wichtige Bestäuber sind? Es gibt dann ja soziale Wespen und nicht soziale Wespen. Aber wer denkt bei Wespen überhaupt daran, dass die an Pflanzen gehen? Okay, na gut, sagen wir mal, das wüssten wir jetzt. Dann sagen wir, ja, okay, dann können wir jetzt den sogenannten Ökosystemwert ausrechnen. Und Bestäubung kann jeder verstehen, Birnen, Äpfel oder so. Aber das ist gar nicht das ist gar nicht der Dreh. Was Julia gerade meinte mit den Biosystemen, das ist das hier. Das hier, was ihr hier so angedeutet sehen könnt, ich versuche es mal ein bisschen zu vergrößern, das sind auf der linken Seite die verschiedenen Arten von Wespen, die es überhaupt gibt.
Und dann sind das die, rechts auf der Seite, sind das die verschiedenen anderen Mitspieler, mit denen sie irgendwas zu tun haben, im vernetzt im Biosystemnetz. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das meinte Julia gerade, als sie gesagt hat, wir wissen gar nicht, was wir da zerstören. Das ist überhaupt nicht erforscht. Wie gesagt, das hier wird gerade erst veröffentlicht. Und im Zuge dieser ganzen Klimadinge richten wir gerade unsere Aufmerksamkeit erst darauf. Und wenn ihr also dann seht, wie hier bei Fridays neulich, dass wir dann alle auf dem Platz stehen und sagen, die Erde hat Fieber und die bekannten Klimadinge fordern, dann wird häufig vergessen, dass das eben, also wenn wir zum Beispiel über Verkehrswende reden, dass das direkt mit den verdammten Wespen zusammenhängt, von denen es halt viel mehr und viel andere gibt, als die ihr vorher jemals gehört habt. Und natürlich auch, was ich denke, was am meisten reinschlagen wird und am schnellsten mit der Gesundheit, dass die Leute einfach an diesen Klimaveränderungen sterben. So wie jetzt bei Corona. Die sterben und machen nichts. So was machen die nicht. Alle, die daran beteiligt sind, Biologen, Biologinnen, Klimaforscher, Klimaforscherinnen, Gesundheits- und sonstige Bedachte, die werden einfach nicht vegan. Das Einfachste auf der Erde wäre, wie ihr das gerade auch richtig gehört habt, einfach keine Tierprodukte zu benutzen. Vegetarisch nützt gar nichts. Weil wenn ihr Vegetarier seid, werden immer noch Millionen und Milliarden von Hühnern verbraucht. 90% aller Vögel auf der Welt sind Hühner. Und wenn man Eier und Milch benutzt, hat man leider überhaupt nichts gewonnen. Der Fleischkonsum ist nicht das Problem, sondern es ist der Fleischkonsum zusammen mit Milch, Quark und Eiern. Das ist das echte Problem. Und dann stehe ich halt bei jedem einzelnen Kongress da von den genannten Gruppen und alle sagen so, ja, ich kaufe aber nur Bio-Fleisch und nur ganz selten. Und wir alle wissen, dass das ein Lügenmärchen ist. Ne? Das ist also das Mortadella-Scheibchen mit dem lustigen Gesicht drin, ist nicht Bio und Märchen. Zu dem Bericht, den die Julia gerade erwähnt hat, das ist der hier, Making Peace with Nature, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, gab es noch einen anderen Bericht, der ist noch weniger beachtet worden wegen Corona. Das war der hier, der vom britischen Schatzministerium, wie heißt das, Finanzministerium. Der heißt jetzt hier das Gupta Review, weil der Kollege da leitend ist. Und ich will nur mal zwei Kleinigkeiten daraus zeigen, die aus anderen Forschungen stammen, die dort zitiert werden, die unten in der Ecke angegeben sind. Das Problem ist, dass unser ganzer Wohlstand, den ihr hier seht, falls ihr Farben erkennen könnt, also es gibt ja auch Farbenblinde, aber falls ihr Farben sehen könnt, dann seht ihr, dass auf der einen Achse einfach das Jahr ist. Also unten sind die Jahre seit 92, habt ihr ja gehört, seitdem sich der Landverbrauch auch verdoppelt hat und so, der Fleischverbrauch. Und links seht ihr den, wie soll man sagen, den Wert, das Kapital, was steigt oder sinkt. Und ihr könnt jetzt sehen, violett, das Kapital für Menschen steigt und das Kapital der Natur sinkt sozusagen. Ihr habt gerade gesehen, das kann man zum Beispiel an Bestäubung, aber auch an sehr vielen anderen Sachen viel besser abbilden. Da sage ich gleich noch was zu. Und das Verrückte ist, dass das Humankapital gar nicht so stark steigt, wie es jetzt eigentlich steigen müsste. Das ist das Grüne in der Mitte. Also das heißt, wir produzieren die ganze Zeit Scheiße, minderwertige Scheiße, die dann weggeschmissen wird auf Kosten der Natur. Und es ist noch nicht mal so, dass wir wirklich viel davon haben. Das ist das Allerverrückteste. Also das heißt, da seht ihr quasi diesen leerlaufenden Kapitalismus, wobei ich nichts gegen Kapitalismus habe, sondern nur gegen die Gewinnmaximierung. Also was ihr seht, Gewinnmaximierung tötet alles. Das kann man hier also sehr, sehr deutlich sehen. Oder hier ist auch noch ein Beispiel, auch zitiert in dem das Gupta Review, was dieses Jahr rausgekommen ist in England. Der Sauerstoffgehalt in den Gewässern sinkt. Wir wissen genau, wo. Und wir wissen auch genau, welche Gewässerbereiche wir schützen müssen und wo die ungefähr sind. Das kann ich euch ja auch noch mal kurz zeigen, weil ich euch ja nur das Allerneueste sozusagen zeigen will. Das könnt ihr hier sehen. Also das ist die aktuelle Gewässerschutzsituation. Habe ich vor 3 Tagen oder so vom Protected Planet mir nochmal neu ausrechnen lassen. Also es ist wirklich alles ganz neu, alles von diesem Jahr oder aus den letzten Tagen. Hier seht ihr die Gebiete, die geschützt werden, die geschützt sind. Die sind hier blau eingezeichnet. Und das ist relativ viel, mehr als man meint. 6,4% der Gewässerfläche in der Tiefe ist schon geschützt. Aber worüber man dann gerne nicht redet, ist, dass nur 2% davon so geschützt sind, dass man da nicht fischen darf oder mit Treibnetzen da durchgehen darf. Kurz gesagt, das ist Bullshit. Das heißt, wir sind also bei 2% der Fläche. Und jetzt kommt das Problem, die Berechnung, die allerneueste, besagt, dass 30% der Meeresfläche nicht nur geschützt werden müssen, sondern auch mit No-Take. Also man darf nichts daraus nehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, wir schützen das, aber man darf trotzdem noch Treibnetze da durchjagen oder sonst irgendwas machen. Und da seht ihr das Problem, was Julia gerade geschildert hat. Man muss unheimlich stark aufpassen, was Politiker, Politikerinnen oder Regierungsorganisationen überhaupt erzählen, weil die können sehr, sehr leicht sagen, sie haben was gemacht, aber das Kleingedruckte sozusagen, also das Lügenmärchen, was dahinter steckt,
und die Zahlenjongliererei, die sieht man eben sehr, sehr oft nicht. Da muss ich aber wirklich auch nochmal sagen, ich muss auch alle Forscher und Forscherinnen, Klimaschützer, Klimaschützerinnen und alle anderen wirklich in die Pflicht nehmen. Wenn ihr nicht vegan seid, kann ich das halt auch nicht so richtig ernst nehmen. Also immer nur zu motzen, dass sich was ändern muss und dann selber bei dem Kleinsten, was man ändern kann, nicht anzufangen, das ist irgendwie auch lächerlich. Muss ich dann, also nur damit das nicht immer Richtung die da oben geht. Ich habe mittlerweile begriffen, dass es ohne von Regierungen bewirkte Änderungen nicht geht, aber trotzdem möchte ich, dass der Einzelne ein Vorbild ist, weil das ansonsten für mich irgendwie ein bisschen merkwürdig wirkt. Das Letzte, womit ich dann aufhören will, um, wie gesagt, die Zeit nicht zu überziehen, damit ihr mal ungefähr erahnen könnt, wie schnell die Tiere verschwinden. Das ist auch gerade eben erst frisch veröffentlicht von der Kollegin Reduch, die hat vom Museum König, das ist so ähnlich wie die Senckenbergische Forschende Gesellschaft, das ist in Bonn ein sehr altes, schon bestehendes Naturkundemuseum. Die hat überhaupt, also die hat sich eigentlich so Tiere angeguckt, ich will den Namen jetzt gar nicht falsch nennen. Das sind Tiere, die in einem Naturschutzgebiet leben. Das ist dasselbe, was wir auch mit Insekten in Deutschland sehen. Wir gehen also jetzt nur mal in Naturschutzgebiete und sind ergebnisoffen. Und da hat sie als kleine Beobachtung nebenbei, wie gesagt, dann letztes Jahr veröffentlicht, hat sie gesehen, als sie im Jahr 2010 in diesem afrikanischen Naturschutzgebiet war, sind noch 5000 von diesen Tieren bei einer Zählung von ihr in einem eng begrenzten Naturschutzgebiet da gewesen. Und als Nebenbefund, nochmal, danach hat sie nicht geguckt, also sie kommt jetzt nicht aus dem Bereich Klima- oder Artenschutz in erster Linie, waren dann 2019 nur noch 819 Tiere da gezählt. Ich hoffe, ihr kriegt einen groben Überblick dafür, von was wir hier reden. Die Julia hat vorhin gesagt, die Aussterbensrate ist sehr, sehr hoch. Nur damit ihr mal einen Begriff davon bekommt, falls ihr das jetzt hier sehen könnt. Jetzt kann man ja den Share-Screen vielleicht sogar sehen. Wenn ihr die Achse unten nicht sehen könnt, das sind die Jahre seit 1500 und ganz rechts ist es dann 2014 in dem Fall. Und hier könnt ihr sehen, wie hoch die Hintergrundaussterberate ist. Das ist die gepunktete Linie. Und im Moment sehen wir eben, dass alles andere, das ist jetzt schon 5 Jahre alt, dass das also mit rasanter Geschwindigkeit einfach uns wegstirbt und, wie ihr schon gehört habt, auch nie wiederzubringen ist. Gentechnik und so weiter nützt uns alles nichts. Auch Samen einlagern, also Pflanzensamen und so weiter, nützt natürlich nichts, weil wenn wir kein Land mehr haben und nicht die entsprechenden klimatischen Bedingungen, wo wir das wieder aussäen können, dann ist das natürlich alles für die Katze. Also ihr seht, wie das hier rapide ansteigt. Und als letztes Ding, also die letzten beiden Bilder, die habe ich mir auch ganz neu ausrechnen lassen. Das ist eine Karte. Das beruht alles, wie die Julia das schon gesagt hat, nur auf neuesten wissenschaftlichen Daten. Ne? Das ist jetzt keine, ich vertrete hier keine Meinungen. Auch das mit dem Veganismus ist übrigens keine Meinungsäußerung, sondern auch eine wissenschaftliche Äußerung, auch wenn ich die an eine Meinungsäußerung gekoppelt habe. Es geht nicht um vegetarisch, muss ich nochmal wirklich betonen. Ja? Es geht um vegan, pflanzliche Ernährung. Hier seht ihr, wie im Jahr 2050... Weil das vorhin sich vielleicht für manche komisch angehört hat, bis 2100 sind nur in der Hälfte der Szenarien, überleben die Menschen überhaupt? Ich will euch das hier mal zeigen. Das Problem ist, es wird zu teuer. Die Umweltschäden zu beseitigen wird zu teuer. Wir können mal hier nur in Europa rangehen. Das Rote sind Gebiete, die unter Wasser liegen werden, also unter dem Meeresspiegel. Man kann natürlich Deiche bauen, sodass das nicht überflutet. Aber ich glaube, was den meisten nicht klar ist, Hamburg und Bremen liegen dann auch unter der Meereslinie und die vorderste Deichlinie, das wissen vielleicht viele von euch, die hier zuhören, gar nicht, ist bereits evakuiert in den Niederlanden. Das ist also schon passiert. Das heißt, jetzt könnt ihr sagen, ja, technisch gesehen liegen ja vielleicht viele Bereiche unter Wasser. Aber wer was älter ist, kann sich noch an die Sturmflut in Hamburg erinnern. Die meisten, die jetzt hier zuhören, werden da nicht wissen, wovon ich rede. Aber das Problem ist, die Kosten sind zu hoch. Wer was jünger ist, kann sich vielleicht an Katrina in New Orleans erinnern. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich befreundet bin mit dem Leiter des Instituts für Rechtsmedizin aus New Orleans. Es war so, dass der Staat nichts mehr machen konnte. Die haben gesagt, wir stellen euch ein paar Zelte dahin. Da könnt ihr ein bisschen arbeiten, aber in ein paar Monaten brauchen wir die Zelte wieder und die wurden auch abgeholt. Also da war New Orleans war überflutet und die staatliche Hilfe war einfach, auch aus kulturellen und sozialen Gründen, war einfach nicht finanzierbar. Das heißt, eins der Probleme ist, dass wir können nicht mehr das Kapital generieren, weil die Natur nicht mehr da ist, die wir ausbeuten können. Die Artendiversität ist nicht mehr da. Das heißt, das bricht uns alles zusammen und fliegt uns um die Ohren. Das heißt, am Ende des Tages, deswegen interessiert sich auch das Weltwirtschaftsforum dafür, ist es auch so, dass wir nichts mehr zum Ausbeuten haben, mit dem wir das gegenfinanzieren können, was wir da an Scheiße anrichten. Also das heißt, ihr könnt auch mit Bankern und mit allen anderen Leuten darüber reden. Die werden da auf einmal sehr großes Interesse dran haben. Das war's. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, lieber Marc. Ich
glaube, jetzt müssen erstmal wieder alle durchatmen und einmal schlucken. Ich habe heute, um das Ganze mit einer noch positiveren Nachricht zu ergänzen, ich habe heute noch gesehen, es gibt eine neue Studie, eine Metastudie von 2021, heißt, die Leute haben sich andere Studien angeguckt und die Zahlen zusammengetragen. Und bisher haben wir gedacht, dass noch 20-30% unserer Ökosysteme intakt seien. Es sind tatsächlich 3%, die noch intakt sind. Das sind die Zahlen jedenfalls, die wir aktuell wissen. Das ist ja immer wissenschaftliche Unsicherheit. Genau, das noch dazu. Wolltest du noch was sagen, Marc? Ich dachte, ja, ich wollte sagen, also das Spiel, was wir in den 70ern als Kinder, also ich war ja ein Kind und bin mit diesem Club of Rome-Ding halt aufgewachsen, das sage ich mal für Jüngere, das stand in jedem Wohnzimmer, ja, das war eines der meistverkauften Bücher damals. Lasst euch nicht von euren Eltern und Großeltern erzählen, das hätte keiner gewusst, ja, das ist Lüge. Das ist genauso eine Lüge wie, wir haben nicht gewusst, dass im Krieg das und das passiert ist. Das ist bewiesen durch Verkaufszahlen gelogen. Und auch Klaus Töpfer zum Beispiel, der ja auch persönliche Nachteile auf sich genommen hat, den die Julia gerade erwähnt hat, der war früher mal Umweltminister, der ist da auch wirklich nur gegen eine Wand gelaufen und ist dann nach Afrika versetzt worden und durfte dann ziemlich lange in Afrika einen ehrenvollen Job durchführen, wo er den Leuten aber nicht mehr in die Umweltpolitik rein pushen konnte. Also insofern, das Spiel ist vorbei, das aus den 70ern. Die reden jetzt nur noch von sozusagen ultramodernen, grundsätzlichen Maßnahmen, die kompletten, wie der Marco sagen würde, Systemwechsel mit sich bringen. Oder die Julia hat ja auch vorhin schon erwähnt. Und wir müssen auf jeden Fall mit Deep Learning da dran. Wir brauchen Computertechnik, müssen CO2 mit Maschinen aus der Atmosphäre holen. Die gibt's schon, diese Maschinen. Das weiß auch kaum jemand. Da kann man Kohlendioxid rausholen, aber das ist alles unfassbar teuer. Das heißt, wir müssen einen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Sprung machen und wir müssen halt aufhören mit Tiere retten, Pflanzen retten, Biosysteme retten, wie wir das früher kannten. Zum Beispiel das mit den Gärten, das müsste man als Gesetz sofort machen. Also jeder muss schon seinen Garten, muss er halt alles wild wachsen lassen oder sie und fertig. Also das wollte ich nur noch sagen, es muss sowieso in jeder Hinsicht komplett neu gemacht werden. Entschuldigung, ja. Na bitte, keine Entschuldigung. Ein sehr, sehr berechtigter Einwand und ich glaube, wir stimmen dir hier größtenteils alle zu. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Marc. Ich würde dann weitergeben an Marco Bülow, Mitglied des Bundestages für die Partei, bezeichnet sich selbst als Umweltpolitiker und ist Direktkandidat im Bereich Dortmund-Dings. Lieber Marco. Ja, vielen Dank nochmal, ja, vor allem in Dings. Ich möchte gleich anknüpfen, weil ich glaube, dass, was immer noch nicht alle begriffen haben oder viele noch nicht begriffen haben, vielleicht sogar auch hier nicht, ist, dass weiter, was Marc gesagt hat, wirklich mit Lügen operiert wird. Also, dass viele Lügen einfach im Raum sind. Selbst von denen, die Klimaschützerinnen, Klimaschützer sind. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dass wir wenigstens auf die richtige Richtung haben, doch einen kleinen Fortschritt erzielt haben. Nein, das haben wir nicht, weil wir verlieren jeden Tag Zeit. Und die Zeit, die wir verlieren, können mit kleinen Maßnahmen, mit kleinen Schritten gar nicht aufgeholt werden, weil wir jeden Tag zurückfallen, weil wir jeden Tag weniger Zeit haben und weil jeden Tag Tiere sterben, Arten aussterben, Biodiversität ausstirbt, das Klima, die Klimaerwärmung angeheizt wird. Das heißt, wir müssten unglaublich viel investieren an Ressourcen, an Geld, an Fortschritten jeden Tag, damit wir überhaupt auf dem Stand bleiben, den wir jetzt haben. Also ansonsten würden wir jeden Tag zurückgeworfen werden. Und alleine das, glaube ich, verstehen die meisten nicht. Ich werde aber gar nicht viel Fakten nennen. Ich werde mich auf ein paar Punkte konzentrieren. Ich habe ja auch ein Papier geschrieben. Vielleicht kann man das gleich nochmal da in den Chat einbringen. Da habe ich einiges aufgeschrieben. Das kann man sich gerne angucken. Ich möchte mich auf ein paar Punkte konzentrieren, die ich wichtig finde für die Diskussion und gar nicht bei den Fakten. Aber am Anfang vielleicht dann doch noch mal ganz kurz zu den Fakten. Auch da knüpfe ich an dem, was Marc gesagt hat. Wir müssen eigentlich vor allen Dingen auch CO2 aus der Atmosphäre holen. Es geht gar nicht mehr nur darum, noch was zu schützen, auch das natürlich, sondern wir müssen gleichzeitig Lebensräume jetzt wieder zurückholen, wieder zurückgewinnen. Wir müssen Moore renaturieren. Wir müssen Wälder wieder anpflanzen, anstatt sie zu zerstören. Auch das muss alles irgendwie gemacht werden, damit wir Lebensräume erhalten, neue schaffen wieder
und vor allen Dingen das CO2 auch aus der Atmosphäre holen. Ansonsten wird es auch nicht weitergehen. Ich will da nur einen Fakt nennen, der das ziemlich klar zieht, dass was aber auch möglich ist auf der anderen Seite. Das sind die Böden, über die wenig gesprochen wird. Es wird dann über Meere gesprochen, es wird über Wälder gesprochen. Ich spreche auch sehr viel über Wälder. Über Böden wird wenig gesprochen. Böden haben aber sozusagen, speichern viermal so viel Kohlenstoff, wie in allen natürlichen Lebensräumen sonst vorhanden sind, also in Wäldern und so weiter. Viermal so viel und zweimal so viel, wie in der Atmosphäre sind. Und würden wir zum Beispiel in Deutschland nur 1% Humusschicht dazu gewinnen, dann hätten wir so viel CO2 aus der Atmosphäre geholt, wie Deutschland, also wie wir alle in Deutschland in einem Jahr an CO2 ausstoßen. Das heißt, wir müssen uns um die Böden kümmern, die erodieren, kaputt gehen. Wir haben Böden wie in Wäldern, zum Beispiel auf Borneo, da sterben die Wälder und dann wird da Methan freigesetzt und die Humusschicht geht kaputt. Da geht nicht nur CO2 in die Atmosphäre, da geht auch viel Methan in die Atmosphäre. Also da müssen wir eigentlich einen Umkehrprozess stattfinden lassen. Zweite Feststellung, das haben wir aber auch schon ein paar Mal gehabt, dass wir die ganzen Dinge zusammendenken müssen. Es wird ganz viel über Klima gesprochen, es wird sehr wenig über Lebensräume, Arten und so weiter gesprochen. Fast, ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich die größere Katastrophe, die auf uns zurollt. Die wird aber nur am Rande gedacht, sondern das muss verbunden werden. Auch das halte ich für sehr wichtig. Jetzt aber die Frage, die ich Ihnen ins Zentrum stellen möchte. Warum passiert eigentlich nichts? Warum? Weil die Fakten, Marc hat das gerade nochmal gesagt, auch das ist die große Lebenslüge. Wir wissen das seit 20, seit 30, seit 40 Jahren wissen wir schon sehr, sehr viel. Also man muss einfach sagen, meine Generation und auch noch die ein bisschen älter sind, haben es total verkackt. Und auch das möchte keiner wahrhaben. Ich habe neulich mal einen Tweet gesetzt, wo ich gesagt habe, meine politische Generation müsste eigentlich komplett abtreten, weil wir es völlig versaut haben. Das ist keine Gewähr, dass die Jüngeren das jetzt besser machen würden, aber zumindest ist die Chance da, das zu tun. Und ich habe sehr viel Häme und Kritik gekriegt, auch von der liberalen Bubble, so nach dem Motto, es wäre ja altenfeindlich und so weiter. Aber eigentlich muss man das genau aussprechen. Wir wissen das alle schon sehr lange und haben nichts gemacht. Warum haben wir nichts gemacht? Vor allen Dingen, warum machen auch jetzt die Politikerinnen und Politiker immer weiter nichts? Das müssen wir unbedingt psychologisch aufschlüsseln. Da gibt es nämlich ganz viele psychologische Gründe für. Natürlich will man kein schlechtes Gewissen haben, man will nicht schuldig sein. Und die Politiker und Politikerinnen, die jetzt dran sind, sind ja meistens schon auch eine Zeit lang dran. Die müssen sich also alle das sagen lassen, dass sie versagt haben, was aber nicht heißt, dass sie es nicht ändern können. Aber das möchte natürlich keiner. Es gibt eine Reihe psychologischer Gründe, die man viel stärker betrachten muss, weil diese Fakten bringen immer wieder, das muss man weiter tun. Aber das alleine hilft uns eben nicht. Es gibt weiterführende Gründe. Einmal die Ressourcen, Finanzen wie immer, auch wenn es natürlich nur vordergründig ist und man natürlich, auch das wird gerade schon gesagt, ja viel mehr zahlen muss, wenn man es nicht tut und wenn man wenig tut. Trotzdem wird es natürlich immer wieder vorgebracht. Und für mich der Hauptgrund, warum nichts gemacht wird, dann kommen wir nämlich hier zu dieser Systemfrage, das ist der Lobbyismus, das ist der Profitlobbyismus, weil verdammt nochmal, sehr viele davon verdienen, dass wir unseren Planeten zerstören, dass wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Daran verdienen sehr viele Leute. Und da ist ein System aufgebaut worden von Politikerinnen, Politikern, Lobbyisten, Konzernen und so weiter, die davon profitiert haben und die noch weiter davon profitieren wollen. Und sei es das Letzte, wovon sie profitieren. Das wollen sie bis zum Schluss aufrechterhalten. Und deswegen ist dieser Kampf so immanent wichtig gegen diesen Profitlobbyismus, der dieses System aufgebaut hat. Und dass er existiert, das hat was mit dem System insgesamt zu tun. Und das ist eben, Marc hat das, diese Gewinnmaximierung, die gezwungene Gewinnmaximierung, muss man ja schon fast sein. Und das ist eine Schraube, die nicht aufzuhalten ist. Und jeder möchte den größten Stück vom Kuchen abhaben und jeder ist auch fast gezwungen, dieses Spiel mitzumachen oder das System zu verändern. Das heißt, wir können jetzt irgendwie tolle Programme aufsetzen und den Kapitalismus ein bisschen grüner machen. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen eine ganz andere Lebensweise und wir brauchen dafür auch ein anderes politisches System, wo demokratische Grundlagen wieder mehr in den Vordergrund gestellt werden und wo eben nicht
einige wenige bestimmen, was gemacht wird, wo sich nicht alles nur auf Wahlen konzentriert, wo Parteien antreten, die Sachen versprechen, die sie niemals halten, weil sie dann nämlich wieder in diesem Konglomerat mit Lobbyisten die Gesetze aushandeln und nicht mit den Menschen und schon gar nicht mit den Fakten, die wissenschaftlich existieren. Deswegen wird das sich nicht ändern, wenn wir das nicht in den Griff kriegen und wenn wir genau bei dieser Demokratie und bei dieser Lobbyismusfrage ansetzen. Das wäre sozusagen mein größter Hebel. Ich habe da ganz viel Erfahrung gemacht und deswegen bin ich eigentlich vom Umweltpolitiker irgendwann zum Lobby-Experten geworden, weil ich gesehen habe, mit Argumenten, mit Fakten kommen wir nicht dagegen an. Das habe ich in der SPD-Fraktion nicht geschafft, das habe ich im Parlament nicht geschafft und das wird auch bei den anderen Parteien, auch bei den Grünen schiefgehen. Das wird nicht funktionieren, weil am Ende andere das Sagen haben, weil am Ende andere die Gesetze dominieren und nicht die wissenschaftliche Faktenlage. Von daher ist es ja auch, finde ich, eigentlich so genau der wichtigste Ansatz, dass die Partei Leute aufstellt, die sich wirklich dann stark auf diese Faktenlage konzentriert und das einfach nochmal mit einem ganz anderen Werf tut. Aber ganz zum Schluss, ich glaube, wir brauchen eben auch andere Ansprachen. Wir müssen vielleicht in bestimmten Bereichen eine klarere, deutlichere Sprache sprechen. Wir müssen diese immer noch Bereiche demaskieren, die dann sagen, ja, natürlich, wir haben es ja begriffen, wir machen da ja jetzt auch was, dir geht das vielleicht nicht schnell genug, aber wir sind ja dran und machen das. Nein, das müssen wir demaskieren. Das ist nur eine Ausrede, es nicht zu tun oder auf die nächste Generation abzuschieben. Es muss jetzt getan werden. Das heißt, eine klare Sprache, aber auch eine radikalere Sprache muss gesprochen werden. Wir müssen sozusagen aber vielleicht auch mit anderen Mitteln dran. Satire halte ich für ein sehr gutes Mittel, um ein paar Leute anzusprechen, die man sonst nicht mehr ansprechen kann, die sich zurückgezogen fühlen. Und letzter Punkt, wir müssen gerade auch die Menschen mitnehmen. Wir haben gerade von Marc gehört, dass jeder auch bei sich selber anfangen kann. Und das aber auch natürlich auch geht, die Menschen dazu zu holen, die es immer noch nicht so ganz wahrhaben wollen oder sich nicht dafür interessieren. Aber auch die müssen wir gewinnen. Und das heißt, wir müssen die soziale Frage mit der ökologischen koppeln. Wenn wir das nicht tun und die Menschen nicht mitnehmen, dann haben wir keine Chancen, dafür Mehrheiten zu erringen und genau das zu tun, was wir brauchen, eine wirkliche Wende in ganz, ganz vielen politischen Bereichen. Das vielleicht nochmal von mir. Und genau über diese Punkte möchte ich sprechen. Mit welchen Mitteln, mit welchen Methoden erreichen wir Leute, die jetzt da irgendwie noch nichts von wissen wollen? Vielen lieben Dank, lieber Marco. Da hast du ja quasi fast schon in die Diskussion weiter abgegeben. Und ich würde gerne auch mit diesen Fragen starten. Die Diskussion soll folgendermaßen ablaufen. Alle TeilnehmerInnen hier auf Zoom, egal ob ZuschauerInnen oder DiskussionsteilnehmerInnen, können unten bei F und A ihre Fragen reinstellen. Und die werden mir dann auch weitergegeben und ich versuche, die zwischenzuziehen. Und alle, die ich hier sehen kann auf den Bildschirm, wäre super, wenn ihr euch melden könntet. Genau, entweder könnt ihr das hier über den Teilnehmer-Button, hier unten kann man sich melden. Ihr könnt aber auch einfach die Hand hochnehmen und ich versuche dann einfach eine RednerInnenliste zu machen. Der erste Wortbeitrag, den ich hätte, wäre von Rivka Lambrecht. Schön wäre, wenn ihr euch kurz halten könntet, also so ein, zwei Minütchen, weil ne, wir sind hier schon so 12 Leute, sonst sind wir in einer Stunde noch dran. Ich werde auch versuchen, euch sonst höflich reinzugrätschen. Genau. Und dass ihr vielleicht noch mal kurz sagt, wer ihr seid, weil wir haben ja auch ganz viele Expertinnen dabei, die jetzt nicht zur Partei gehören und die ich noch nicht explizit vorgestellt habe. Liebe Rivka. Ja, vielen Dank. Ich spreche hier für den Jugendrat der Generationenstiftung. Wir sind eine Gruppe von jungen AktivistInnen, ungefähr 20 Stück aus ganz Deutschland, die sich für radikale Generationengerechtigkeit einsetzen. Das ist aktuell also ganz, ganz, ganz viel Klimaschutz. Natürlich ist soziale Gerechtigkeit auch ein wichtiger Punkt, aber wir sehen vor allem, wie Markus eigentlich auch gerade schon sehr gut erläutert hat, das Grundproblem sehr stark im Lobbyismus, im bezahlten Lobbyismus. Und da wir jetzt sehr viel über Probleme geredet haben, würde ich diese Diskussion sehr gerne anstoßen, vor allem über Lösungen zu sprechen.
was wir jetzt konkret tun können als Klimagerechtigkeitsbewegung und als verschiedene Organisationen. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass wir unglaublich viel Druck auf die Regierungen ausüben können, indem wir vor allem diese Lobbyismus-Skandale eben ans Licht bringen, indem wir investigativ arbeiten und ganz gezielt in Haftung nehmen. Und genau das ist auch, was wir als Jugendrat jetzt vorhaben in diesem Jahr, eben wirklich mit gezielten und radikalen Aktionen bis hin zur Bundestagswahl Druck aufzubauen, auf die Parteien, ihre Ambitionen, was Klimaschutz angeht, wirklich zu erhöhen. Und da wir eine kleine Organisation sind, müssen wir eben vor allem gezielt einzelne Personen in Haftung nehmen. Aber ich denke, so für die gesamte Bewegung ist es vor allem wichtig, auch massenhaft Menschen auf die Straßen zu kriegen. Und genau, da fände ich es einfach jetzt spannend, was die anderen Diskussionsmitglieder dazu denken, ja, wie man das erreichen kann und wie wir diesen bezahlten Lobbyismus ein Ende machen können. Also ich würde sagen, das ist auch auf jeden Fall unsere Grundforderung, wenn ich jetzt eine Forderung stellen muss, was als allererstes umgesetzt werden soll von der kommenden Regierung, dann würde ich sagen, ein Verbot von bezahltem Lobbyismus, weil dann haben wir überhaupt erstmal die Möglichkeit, gehört zu werden in unseren Interessen. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wenn irgendwas aufkommt, wo ihr direkt darauf antworten wollt, macht auch gerne so, dann weiß ich, dass ihr direkt auf den Wortbeitrag der TeilnehmerIn antworten möchtet. Als Nächste wäre Nicole dran. Okay, Nicole ist weg. Ich bin doch, da bist du noch. Okay. Ich musste gerade noch mit der Technik zurechtkommen. Ja, ich bin Nicole, ich komme aus Berlin. Ich bin seit ein paar Monaten auch Mitglied von der Partei und habe mich vorher auch klimaaktivistisch stark engagiert. Und ich bin auch vegan und verstehe auch die Dringlichkeit dahinter, die Herr Benecke vorhin erklärt hat. Ich stimme auch komplett, also wir haben ja auch die ganzen Fakten jetzt nochmal gehört. Das war ja wirklich eine Lawine an Informationen und die auch die Dringlichkeit aufzeigt, dass wir wirklich jetzt handeln müssen, dass es eigentlich schon sogar 11:55 ist, also eigentlich schon fast zu spät. Und ich bin eigentlich auch in die Partei eingetreten, weil ich genau nur diese Partei als Möglichkeit gesehen habe, wirklich einen Systemwandel unseres Wirtschaftssystems hervorzubringen. Nur habe ich jetzt das Problem, ich bin seit ein paar Monaten sehr aktiv bei mir in Berlin. Ich stoße aber halt immer wieder auf Widerstände innerhalb der Partei, dass sich eigentlich immer sehr stark geweigert wird, wirklich realpolitische Forderungen zu stellen und wirklich in die Handlung zu gehen. Und ich bin sehr aktivistisch motiviert in dem Sinne, weil ich ja auch die Dringlichkeit sehe und mich auch schon seit Jahren mit den Fakten so befasse. Und ich habe einfach das Gefühl, dass auch die Spitze der Partei und die Leute, die halt schon länger dabei sind, nicht klare Kante zeigen und auch nicht wirklich sagen, was jetzt also gemacht werden soll. Es wird sich immer wieder auf die Satire bezogen, dass man, es wird auch mal bei mir, also ich habe das ja wirklich jetzt schon sehr oft erlebt, dass ganz klar gesagt wurde, hier soll nichts realpolitisch passieren. Wir wollen auch keine Mandate haben. Wenn wir ein Mandat bekommen, dann ist das ein Betriebsfehler. Und ja, da frage ich mich halt einfach, wie soll die Partei agieren? Und auch eigentlich ganz konkret vielleicht eine Frage an Martin Sonneborn und Marco Bülow. Was glaubt ihr, muss man eigentlich jetzt tun? Also wie ist eure Haltung dazu? Wie die Partei sich positionieren soll in der ganzen Sache. Das wäre auch für mich wichtig, damit ich halt einfach weiß, wo kann ich jetzt politisch oder wie kann ich politisch in der Partei mich engagieren und wie kann ich agieren und auch einfach bei Martin vielleicht mal, dass er ist ja quasi, er hat ja die Partei gegründet, dass er da auch mal vielleicht mal einen Satz offiziell sagen soll, dass halt auch die etablierten alten Mitglieder verstehen, hey, wir müssen jetzt auch mal handeln. Und Satire ist zwar wichtig als Mittel, das dürfen wir auch nicht verlieren, aber es ist halt nicht mehr genug. Es muss halt mehr kommen. So. Genau. Das. Also wäre schön, wenn die beiden, vor allem Martin, würde ich gerne dazu hören, was sie dazu sagen könnten.
Guten Tag, Nicole. Guten Tag draußen an den Geräten. Ja, das ist eine interessante Frage. Wir kommen aus dem satirischen Bereich. Es gibt unterschiedliche Methoden, Politik zu betreiben. Es gibt herkömmliche Parteien, die im Bundestag auch vertreten sind, die mit nicht satirischen Mitteln arbeiten. Und ich habe unsere Aufgabe am Anfang so gesehen, dass wir halt Themen setzen, dass wir haben gerade ein Parteiprogramm aufgeschrieben für die Bundestagswahl. Das habe ich gestellt unter ein Zitat. Ich habe dem Spiegel kürzlich mal in einem Interview gesagt, wir sind eigentlich dazu da, die etablierten Parteien mit Utopien zu konfrontieren, notfalls mit ihren eigenen. Genau. Ich glaube nicht, dass wir aus dem Stand heraus das Land übernehmen können. Das war auch nicht unser Ziel. Ich glaube, dass wir Themen setzen können, dass wir junge Leute erreichen können. Wenn man sieht, dass wir zur Europawahl hinter CDU und Grünen die drittstärkste Partei bei den Erstwählern waren, dann sieht man, dass die Themen, die wir in die Öffentlichkeit bringen, jetzt auch aufgenommen werden und dass eine Generation heranwächst. Man sieht das ja auch bei vielen von euch, bei den Jüngeren, die vielleicht über den Witz auch zu einem lebensnotwendigen und überlebensnotwendigen Thema findet. Und es gibt zwei Stränge in der Partei derzeit. Der eine ist ein Hardcore-Satire-Strang, in dem praktisch gesagt wird, wir wollen Satire machen und keine Realpolitik. Sonst sind wir praktisch wie die Grünen oder wie die Linken oder wie die paar Sozialdemokraten, die es noch in der SPD gibt und die noch nicht zur Partei gewechselt sind. Und es gibt einen anderen Kern von Leuten, die sagen, die Situation ist so ernst, wir müssen auch in die Mandate, wir müssen Realpolitik machen. Ich versuche eigentlich beides miteinander zu verbinden und glaube auch, dass das klappt. Also wir haben das ja in Europa eigentlich geschafft, praktisch mit satirischen Mitteln zu arbeiten, aber durchaus ja Positionen in die Öffentlichkeit zu bringen und auch Positionen so zu beziehen, dass die Leute, die das verfolgen, sich da ein Bild machen können. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment machen können. Es gibt auch eine Parteientwicklung. Auch wir haben Schwachköpfe, die irgendwo in Mandate drängen, wie es in anderen Parteien Sitte ist. Und wir haben jetzt in Berlin zum Beispiel gesagt, wir setzen Leute in aussichtsreiche Positionen, auf aussichtsreiche Stellen, jetzt im Abgeordnetenhaus zum Beispiel, nur Leute. Also Mandate sollen nur Leute bekommen, die keine Mandate wollen. Absolut keine. Ich habe da ein paar Leute sehr lange überreden müssen, bis sie kandidiert oder zu kandidieren bereit waren zur Abgeordnetenhauswahl. Und also ich bin selber gespannt, und damit komme ich auch zum Ende, ich stehe auch auf der Abgeordnetenhausliste in Berlin. Wir haben eine Mischung aus jungen Frauen und alten Männern gefunden. Es sind alte Titanic-Redakteurinnen und Redakteure dabei. Und wir werden versuchen, wir werden in Berlin ausprobieren, ob das, was wir in der EU machen, auch national funktionieren kann. Nämlich mit satirischen Mitteln, die eine komische Kritik an den Zuständen im Land zu liefern und den Leuten Orientierung zu geben. Ich glaube, das ist, wenn wir das schaffen, dann bin ich für meinen Teil damit schon zufrieden. Ich hoffe, das war Erklärung genug auf die Frage. Ja, das war super, sehr ausführlich. Nur glaube ich, ist das, also, oder deine Haltung, was das angeht, vielen nicht so klar, weil ich höre jetzt schon so raus, dass du die realpolitische Seite, also das Lager, das realpolitische Lager durchaus irgendwie akzeptierst, wenn vielleicht auch die Satire. Eine Dialoggeschichte. Okay. Ja, ich würde. Alle wollen auch was dazu beitragen. Ja. Ja, gut, das wollte ich gerade sagen. Ich würde die Rückfrage jetzt vielleicht noch genau, und danach haben wir aber noch eine Redeliste zum Thema Klima. Und das wäre schon wichtig. Ich glaube, ich will auch gar nichts mehr fragen. Es wäre eher so eine Forderung nochmal an Martin zum Schluss, dass er das vielleicht auch nochmal klarer kommunizieren soll. Weil das Problem ist, dass die Leute, die versuchen, sich auch an die Satire zu halten, aber trotzdem mehr realpolitisch zu machen, weil es ja wirklich dringend ist, wie wir gehört haben, weil wir wirklich nicht mehr die Zeit haben. Und ich in der Partei halt schon sehr viel Potenzial sehe, dass, also das ist eigentlich auch die einzige Partei, die wirklich was verändern kann.
oder dazu mit beitragen kann, dass er das klarer kommunizieren muss, weil den Leuten extrem viele Mauern und Widerstände, also bei mir in Berlin ist das so irgendwie aufgetan werden und man einfach einen Handlungsspielraum kaum hat. Und ja, also ich bin auch ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei. Okay, Nicole, darf ich dich nochmal bremsen? Dass, ja. Ich will jetzt gar keine Kritik hier abwürgen, dass das nicht so blöd rüberkommt. Aber ich muss jetzt auch nochmal, also du hast da natürlich jetzt Kontakt mit einem Landesverband und einem OV, ne? Das kannst du auch nicht so auf die Gesamtpartei. Du bist seit November dabei online. Ja. Und ich würde einfach jetzt Martin Sonneborns Statement, wir machen Politik mit satirischen Mitteln, so stehen lassen wollen. Das kannst du gern so weiter kommunizieren. Aber eigentlich ist es ja, ne, wir machen Politik mit satirischen Mitteln. Alles klar. Okay, sorry dafür. Dann, Johanna. Entschuldigung, ist deine Meinung so. Also, ja. Ja, dann würde ich mal weitermachen. Dankeschön. Ich würde mal ein bisschen in die Kerbe von Rivka von vorhin schlagen, von wegen Lösungen. Denn wenn ich euch so zuhöre vom Anfang, Julia, Marc und auch Marco, das Problem, was ich sehe, ist, wenn ich euch zuhöre, dann möchte ich meinen Kopf im Sand vergraben. Und ich bin jetzt noch nicht so ganz furchtbar alt, aber in den letzten 23 Jahren habe ich eigentlich immer nur von Anfang an, seit ich klein bin, Schreckensszenarien gehört. Bin immer wieder mit furchtbaren Zukunftsszenarien konfrontiert worden. Und wann habe ich angefangen, irgendwas zu ändern? Bei mir selbst, wann bin ich vegan geworden, als meine Mitmenschen mir gezeigt haben, wie schön das ist und wie gut das funktioniert und mir die Vorteile davon preisgemacht haben? Und wann habe ich angefangen, mich für Klimapolitik zu engagieren, als ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, okay, es gibt eine Lösung. Ich komme von Klimamitbestimmung jetzt. Wir setzen uns für einen Klimabürgerinnenrat ein oder für mehrere Klimabürgerinnenräte. Und seit ich davon gehört habe, engagiere ich mich politisch. Das habe ich vorher nicht gemacht. Und ich möchte gar nicht lange reden, ich will einfach nur sagen, wenn ich euch zuhöre, ist mir der Fokus sehr auf noch härtere Fakten. Wir kriegen die Leute dann rum, wenn sie endlich verstehen, dass es eigentlich noch viel schlimmer wird, als wir alle die letzten 20, 30 Jahre gedacht haben. Und dieser Fokus funktioniert für mich nicht mehr so ganz. Und da frage ich mich, um ein bisschen konkreter zu werden, ob wir da zum Beispiel nicht mit Psychologists for Future reden könnten, die sehr viele Konzepte dazu sich überlegen, wie man die Klimakommunikation so verändern kann, dass man die Wahrheit sagt und eben nicht die Lügen weiterverkauft, von denen Marco vorhin geredet hat, aber trotzdem die Menschen mitnimmt mit positiven Zukunftsszenarien. Wir hatten heute ein Gespräch mit Philipp Amthor, an dem kann man viel Kritik üben, aber ein Zitat von ihm möchte ich bringen. Er hat gesagt, dass er sich nicht dafür einsetzt, sich von Angst leiten zu lassen, sondern dass Mut und Zuversicht die besseren Ratgeber sind. Und dem muss ich zustimmen tatsächlich. Marco lacht, aber für mich persönlich stimmt das auf jeden Fall. Ich möchte gerne positives. Der verkauft mir gesagt, ey, sorry. Aber trotzdem darf man auch solche Menschen zitieren, meiner Meinung nach. Und da hat er mir aus der Seele gesprochen. Wir brauchen positive Zukunftsszenarien und nicht nur die Schreckensszenarien, die ihr am Anfang verbreitet habt, die ich total verstehen kann. Aber ich glaube, da ist eine Generation oder sind viele Menschen, die freuen sich, wenn man ihnen erklärt, was gut ist an Veganismus, was gut ist an sauberen Innenstädten und so weiter. Und ich glaube, den Fokus würde ich gerne ein bisschen mehr in der Klimapolitik legen. Dem möchte ich umweltpsychologisch beziehungsweise also kommunikationspsychologisch so zustimmen. Es ist tatsächlich nach neuesten Studien herausgefunden worden, dass die Leute sich eher umweltschützend verhalten, wenn sie mit positiven Szenarien beziehungsweise Handlungsmöglichkeiten, wo kann ich selbst effektiv etwas tun und etwas ändern. Aber ja, genau. Ich glaube, darauf wolltest du auch so ein bisschen, ne, in diese Richtung. Sehr, sehr wichtig, muss man kombinieren. Die Wahrheit sagen, aber trotzdem die Leute mitnehmen und ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Ich denke, dass das ein wichtiger Balanceakt ist. David Fuchs wäre der Nächste. Ach so, oder Tina, hattest du dich direkt auf gemeldet? Dann würde ich Tina vorziehen noch. Ja, ich wollte der Johanna direkt antworten. Also mein Lieblingssatz ist, die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch die Bilder und den Aufbau einer Zukunft, die wir wollen. Und das Problem ist aber, dass beim Konzernlobbyismus vor allen Dingen eben immer sehr viel Täuschungsrhetorik dabei ist. Und da gehört auch das dazu, was Philipp Amthor dir gegenüber geäußert hat. Ja, viele kleine Menschen können mit vielen kleinen Schritten an vielen kleinen Orten das Gesicht der Welt verändern. Dass das bislang nicht geklappt hat, liegt vor allen Dingen daran, dass
die vielen kleinen Menschen immer wieder drauf reingefallen sind, auf diese ganze Greenwashing, Täuschungsrhetorik, strategische Umarmungsstrategie und so weiter und so fort. Und deswegen halte ich für einen besonders wichtigen Ansatzpunkt, dass die Bewegungen, sämtliche Initiativen vor Ort einfach diese Methoden kennenlernen und sich nicht mehr täuschen lassen und sich nicht mehr umarmen lassen. Dankeschön, Tina. David. Ja, guten Tag. Mein Name ist David Fuchs. Ich promoviere gerade an der Uni Tübingen. Ich bin Geograf. Und ja, viele spannende Eindrücke hier, viele spannende Statements. Und auch ich möchte eigentlich in die Richtung gehen, dass wir die Menschen mitnehmen müssen, weil wir keine anderen haben. So Adenauer, der nächste Konservative, den wir hier paraphrasieren dürfen. Es geht natürlich darum, Denkmuster aufzubrechen und belastbare Grundlagen zu schaffen. Ich denke, wenn wir in den ersten 100 Tagen Gesetze machen sollten, dann vielleicht erstmal das ganze Greenwashing zu unterlaufen und zu verbieten. Das heißt einerseits Siegel abschaffen oder zumindest das Verbraucherschutzministerium so drüber gucken zu lassen, dass diese Greenwashing-Siegel wegfliegen. Man sollte sich vielleicht auch mal mit Flügen beschäftigen. Das wäre auch, das sind ganz einfache Sachen erstmal. So Flüge, begrenzt es pro Person, da kriegt man sicherlich auf eine Zahl, die ein normaler Mensch auch erstmal bereist. Danach kann man immer noch runtergehen. Ansätze. Und wir müssen Verständnis schaffen, weil wir vor allem dann ja auch wieder in einer globalen Welt leben. Weil das ist so eine Sache, die mir jetzt noch so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Weil viele Potenziale liegen nicht in Deutschland, nicht in der EU. Da sind große Potenziale, die wir mit weniger Aufwand international schaffen können. Und das sind so, wir müssen dann auch gleichzeitig die sozialen nachholenden Entwicklungen respektieren und diese vielleicht klimaneutral gestalten oder klimaförderlich gestalten. Weil wenn ich mir so ein Land wie Indien angucke oder Teile Subsahara-Afrikas, also den globalen Süden, da wird einfach allein, wenn die ihre Potenziale für ein menschengerechtes Leben heben, sehr viel CO2 erstmal anfallen. Und das müssen wir auch mit abpuffern, müssen wir gestalten und müssen diesen Ländern helfen, das möglichst klimaneutral auch zu gestalten. Um nochmal auf konkrete Maßnahmen zu kommen, was man der EU zum Beispiel machen könnte, wäre zum Beispiel den Weltkrieg. Darf ich dich dann nochmal stoppen, David? Da würden wir in der letzten Runde nochmal zukommen, dass wir nochmal eine Runde machen, wo jeder die Lösungen auch nochmal, dass wir die aufschreiben und sammeln können. Oh, jetzt ist er gefreezed, ne? Habe ich ihn in den Freeze geschockt mit meinem. Entschuldigung, David. Okay. Genau, weil die Lösung wollten wir in so einer letzten Runde, wollte ich noch mal eine machen, wo jeder noch mal sagen kann, was er als erstes gerne umsetzen. Da ist er wieder, habe ich dich nicht weggeschockt. Okay, liebe Sonja. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich komme von der Partei, aber ich bin hier auch als Expertin. Und zwar, ich habe Chemie studiert und dann beschlossen, ich will nicht auf der Seite der Bösen sein und studiere jetzt Ökotoxikologie und schreibe gerade meine Masterarbeit so grob über Pestizide in Insekten. Und da würde ich auch gerne noch was zu Johanna sagen, zu diesem Verhalten von Menschen ändern würde ich positive Utopien. Ich glaube, dass das nur ein kleiner Teil sein kann. Also mein Ziel ist auch, dass ich später beim Umweltbundesamt oder auch auf europäischer Ebene bei Behörden arbeiten kann, um von oben die Menschen zu beeinflussen. Vielleicht auch durch Politik, mal sehen, wie die Wahlen jetzt ausgehen. Aber ich denke, dass solange Fliegen billiger ist als Bahnfahren oder Fleisch billiger ist als Gemüse oder auch so Wegwerfprodukte, also Produkte, die man nach einem halben Jahr ersetzen muss, billiger sind als Qualität, was vielleicht das ganze Leben lang hält. So lange werden wir Menschen nicht dazu bringen, sich umweltbewusst zu verhalten. Also wenn dann nur so die kleine Elite, die sich das leisten kann. Aber für den Rest müssen diese Regeln von oben kommen. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Dankeschön.
Ich würde eine Frage von den ZuschauerInnen. Silas Harbord vom Klimaneustart Berlin. Wenn der Lobbyismus wegfallen würde, warum sollten dann die PolitikerInnen plötzlich KlimaschützerInnen sein? Deren Ansichten scheinen nicht so, als ob das Ausmaß der Krise schon akzeptiert wurde. Möchte da jemand spontan darauf antworten? Sonst würde ich das einfach so als Aussage stehen lassen. Ich glaube, ich könnte dem so beipflichten. Deswegen schicken wir ja auch Expertinnen, lieber Silas, um dieses Problem zu beseitigen. Rivka dazu. Ja, also ich stimme dir, Silas, auf jeden Fall erstmal zu, dass wir ganz viele PolitikerInnen haben, die dieses Ausmaß der Problematik noch nicht erkannt haben. Gleichzeitig denke ich aber, wenn der Profitlobbyismus ein Ende hat, dann haben auch ganz andere Interessensgruppen überhaupt die Chance, erst gehört zu werden. Und solange das eben kein faires Spiel ist, solange eben UmweltschützerInnen und AktivistInnen, junge Menschen nicht gehört werden, aber ja, große Konzerne, die eben total umweltschädlich handeln, total viel Mitbestimmungsrecht haben, können wir auch die PolitikerInnen nicht umstimmen. Und deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Ansatz, diesem Profitlobbyismus einen Riegel vorzuschieben. Vielen lieben Dank. Jennifer hatte sich gemeldet. Ja, genau. Ich wollte auch noch mal was zur Diskussion generell sagen, wie wir da rangehen müssen. Zum einen stimme ich Johanna zu, dass wir auf jeden Fall positiv berichten müssen, vorleben müssen. Gerade wir Klimawissenschaftler, ich bin selber Klimawissenschaftlerin, haben auch eine Vorbildfunktion, die wir endlich alle einnehmen sollten. Das lange nicht alle, dass sie auch so handeln, obwohl sie da sehr viel machen könnten. Gleichzeitig müssen wir aber auch, um einfach unglaublich schnell zu sein, von oben handeln, also von beiden Seiten. Und wir müssen kommunizieren, wie schlimm es wirklich ist, und wir müssen es viel stärker machen. Wir müssen es hinkriegen, dass es stärker von den Medien aufgegriffen und kommuniziert wird. Und ich möchte, dass jeder Politiker verpflichtet wird, wenn er ein Mandat antritt, wie wir die Schulpflicht haben, sich einen Kurs über Klimawissenschaften anzuhören, damit jeder das irgendwie gehört haben muss. Verpflichtend wie die Schulpflicht muss jeder mindestens eine Woche einen Kurs machen, einen Crashkurs Klimawissenschaften, um eine Basis für seine Entscheidung zu haben. Das ist mein absoluter Wunsch für die Politik. Weil es der einzige Weg meiner Meinung nach ist, dem Lobbyismus was entgegenzusetzen, ohne Geld. Vielen lieben Dank. Marco? Ja, ganz kurz nochmal zum Lobbyismus und zu der Positivvision. Also ich glaube schon, dass es nicht so wenige Abgeordnete gibt, die darüber Bescheid wissen. Die genug wissen, um viel mehr zu machen, als sie jetzt machen. Also in der SPD-Fraktion weiß ich mindestens 50, 60, 70, die es eigentlich begriffen haben und trotzdem nichts machen. Und das liegt am Lobbyismus und am System. Es gibt Fraktionszwang, die Regierung bestimmt, deswegen macht man es mit. Man versteckt sich hinter dem Koalitionspartner und am Ende ist es dann doch die Profitlobby. Und da bin ich fest davon überzeugt, wenn die fällt, wenn man die Zeit anders verbringt als mit Profitlobbyisten, nicht unter Druck gesetzt wird, keine Geschenke kriegt, keine Abfindung kriegt, keine Karriere machen. Die meisten machen ja jetzt Karriere in der Politik, um dann selber Lobbyist zu werden. Dann gibt es auch eine Chance, dass sie stärker die Sachen machen. Der zweite Punkt ist, natürlich muss man die Vision haben, die Positivvision haben. Wie sieht dann das Leben aus und wie viel vorteilhafter kann es aussehen? Aber ich muss doch mal trotzdem noch mal ganz klar sagen, vor allem, wenn da noch Amtor benutzt wird, 19 Jahre höre ich mir Lügen an im Bundestag. 19 Jahre höre ich Beschwichtigung. 19 Jahre höre ich, wir machen das, wir haben total die guten Ideen, es ist total super, was wir machen, wir brauchen nur Mut, wir dürfen uns nicht von Angst leiten lassen. Das ist einer der Hauptsprüche, die ich kriege. Das darf uns nicht übermannen, wir müssen das mit Augenmaß machen und so weiter und so fort. Und alle machen es nur, um zu beschwichtigen, um die eigentlich notwendigen Dinge nicht zu bringen. Und Amthor ist einer der allerschlimmsten. Der hat es geschafft, in 2 Jahren alle Regeln zu brechen, die im Bundestag gebrochen werden. Und das aber mit sehr moralischen, hochtrabenden Reden.
Und genau das müssen wir brechen. Wir müssen es genauso brechen. Wir müssen diese Lügen enttarnen und wir müssen sie aufdecken und dann sozusagen gleichzeitig die Vision an die Wand malen, wie positiv eine Zukunft aussehen kann ohne diesen ganzen Bereich und wie man in 2050 leben kann auf eine viel gesündere Art und Weise. Marc hat Gesundheit ins Spiel gebracht. Das finde ich einen der wichtigsten Aspekte, dass wir es eben nicht mehr nur auf die Umwelt immer herunterbrechen, sondern es geht im Prinzip um Menschenschutz. Es geht um unsere Gesundheit. Es geht um die nächsten Generationen und nicht um die Umwelt. Ich glaube, das ist sozusagen mit das Entscheidende. Vielen Dank, lieber Marc. Co. Rivka ist dran als nächstes. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass ich schon so schnell wieder dran bin. Aber ja, total. Also ich würde da gerne anknüpfen, was Marco direkt gesagt hat. Lügen enttarnen und aufdecken. Ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir auch dieses Jahr in den Fokus stellen sollten. Also im Hinblick auf die Bundestagswahl eben die Lügen, auch was Parteien wie die Grünen angeht, eben aufzudecken, dass die auch nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad sind mit ihrem Wahlprogramm aktuell. Das haben, glaube ich, nämlich auch ein Großteil der Bevölkerung einfach immer noch nicht geblickt. Und wenn wir Druck aufbauen wollen, dass Parteien ihre Ambitionen erhöhen, was beispielsweise Klimaschutz angeht, dann müssen wir eben diesen öffentlichen Druck erstmal generieren und eine öffentliche Empörung auch überhaupt mal generieren, dass Leute verstehen, was eigentlich alles abgeht, was eben diesen Lobbyismus betrifft. Und ja, ich finde es auch voll spannend, da nochmal andere Ideen zu hören, wie man da herangehen kann, wie man das aufdecken kann gezielt, um wirklich ja, da jetzt radikal was zu verändern. Dankeschön. Und Tino hat sich gemeldet. Ja, schön hier zu sein. Ich bin Tino, bin Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und versuche gerade jetzt dieses Jahr hoffentlich noch mein Studium der Gesellschaftstheorie zu Ende zu bringen. Wenn ich das gerade nicht mache, dann ja, bin ich das hin und wieder mal auf der Straße. Genau, Extinction Rebellion ist sicherlich vielen ein Begriff. Deswegen bin ich heute auch in der Rolle als Aktivist hier und nehme mir gewiss nicht raus, für so eine große und diverse Bewegung zu sprechen. Also Nutzereinordnung. Und ich hatte eben schon überlegt, was zu sagen und so. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass Marco und Rivka doch schon in meine Richtung sind. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir so gucken, ja, einmal gibt es so diese negative Kommunikation und dann gibt es diese positive, visionäre Kommunikation. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein kleiner Wettstreit vielleicht ist. Was ist jetzt die bessere Art der Kommunikation? Auf mich selber bezogen, ich bin vor 10 Jahren vegan geworden, nachdem ich mir 2 Wochen lang jedes YouTube-Video angeguckt habe, was ich gefunden habe, wo Tiere gequält werden. Erst dann habe ich es wirklich geschafft. Also ihr wisst, wo ich hin will, in welche Richtung. Und noch lange nicht haben die Menschen in Deutschland wirklich verstanden, was das alles so mit sich zusammenhängt oder was zum Beispiel auch die Corona-Pandemie, woher die kommt und das jetzt wissenschaftlich ja mittlerweile auch bewiesen, die Klimaerhitzung unter anderem durchaus verantwortlich ist, auch für Entstehung von Viren und unter anderem auch das Coronavirus. Und ich glaube, wir sollten das gar nicht gegeneinander aufwiegeln, sondern überlegen, wie wir hier ausgeklügelte Strategien finden. Und zum Beispiel uns auch ein Beispiel nehmen an eben Fridays for Future oder Extinction Rebellion und auch schauen und akzeptieren, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch den Menschen Angst zu machen und auch mit Angst zu arbeiten, aber sie natürlich nicht damit alleine zu lassen. Und von daher auf jeden Fall nochmal mein Plädoyer, nicht in dem Glauben zu verfallen, das zeigen ja so Leute wie Amthor oder Altmaier, die sagen, ja, Angst lässt mich nicht leiten, ich brauche ein positives Bild, wir schauen nach vorne. Wenn aber die Leute nicht kapiert haben, was hier wirklich gerade passiert und dass wir auf einen sozialökologischen Kollaps oder Kollapserscheinungen zusteuern, dann brauchen wir auch nicht nach Lösungen suchen, wenn noch nicht wirklich verstanden ist, wo das alles herkommt und worauf das bedingt ist. Und von daher mein Plädoyer, ruhig immer noch ordentlich auf die Pauke hauen und auch gerne mit Angst arbeiten, aber die Menschen nicht alleine lassen und ihnen Lösungen anbieten. Dankeschön, lieber Tino. Die Leute nicht alleine lassen mit ihren Emotionen und ihrer Angst finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben hier noch ein paar Fragen aus dem Chat und einmal von Rainer Drees aus Bielefeld, von der Partei Die Partei. Manche behaupten, technologischer Fortschritt würde reichen, um den Klimawandel aufzuhalten bzw. signifikant abzubremsen. Reicht das oder ist Konsumverzicht nicht zudem notwendig? Ich denke, das haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Wer von den Expertinnen mag?
Das kann man ganz kurz beantworten. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe gesagt, wir brauchen Deep Learning. Wir müssen die ganzen Geräte benutzen, die es gibt und so. Ich gehe auch auf die Tagung. Also ich erzähle das jetzt nicht nur so als Meinungsäußerung. Aber es geht nicht schnell genug. Das habt ihr ja vorhin auch schon gesagt. Das heißt, das ist nämlich auch einer der Gründe, warum das gut wäre, wenn wirklich mal alle Vorbild wären und nicht nur mal sagen würden, man muss Vorbild sein, sondern es einfach auch wirklich dann mal sind, weil das tatsächlich sehr schnell geht. Ich nehme nur mal ein Beispiel, weil das am Anfang auch die Julia erwähnt hat. Wenn man jetzt, egal auf welche Weise, sofort die ganzen Vorgärten einfach wild hochwachsen lassen würde, was meine Methode wäre. Es gibt auch andere Methoden, ne? Also bestimmte Sachen anpflanzen. Aber ich würde es einfach wild hochwachsen lassen, weil dann hast du das örtliche Biosystem und Ökosystem hast du dann direkt abgebildet. Dann habt ihr ja gehört, das ist dann so viel wie Naturschutzgebiete. Das ist sogar größer als Naturschutzgebiete, glaube ich. Und deswegen, es geht nur eine Frage der Geschwindigkeit. Die Aussage an sich stimmt. Es ist technologisch zu lösen, aber bis dahin werden wir unsere menschliche Kultur, wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr aus finanziellen und energetischen Gründen aufrechterhalten können. Deswegen ist es eine Frage der Geschwindigkeit und dazu reichen die technischen Methoden nicht, die ich mir angucke. Also ich sage das nicht als Meinung, wie gesagt. Rivka? Ich würde gerne trotzdem noch hinzufügen, dass wir diese Lösung von diesem komplexen Problem nicht allein auf Individualverhalten beschränken können. Wenn 100 Unternehmen für 70% der Emissionen zuständig sind oder verantwortlich sind, dann reicht es nicht aus und es ist auch nicht sozial mitgedacht. Also ganz viele Menschen haben auch einfach nicht die Möglichkeit dazu, konsequent vegan zu leben und sich gleichzeitig noch gesund zu ernähren beispielsweise. Marc? Okay, gut. Wenn du das so siehst, okay. Okay. Eine weitere Frage hätten wir im Chat. Kann ich noch kurz was dazu sagen? Ja, sicher. Sorry, ich habe dich nicht gesehen, falls du dich gemeldet hast. Ja, also ein weiterer Grund, warum Technologie nicht reicht, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Also haben bestimmt viele von euch schon gehört. Das ist der Effekt, dass wir, wenn wir zum Beispiel Energiesparlampen einbauen, dann denken, ja, die brauchen halt gar nicht so viel Energie und dann deswegen viel länger das Licht anhaben oder mit einem Elektroauto dann vielleicht mehr fahren, weil wir denken, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, deswegen reicht Technologie nicht aus. Dankeschön. Eine Frage aus dem Chat von einem Alexander. Wahrscheinlich ist es der Herr Hoffmann von der Landesliste Niedersachsen. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Warum müssen zum Beispiel Windparks überhaupt Gewinne einfahren und werden nicht als Non-Profit-Unternehmen durch die Unterstützung staatlicher Fonds finanziert und direkt von den Kommunen betrieben? Durch die Eliminierung der vielen Zwischenverdiener, die alle in der Kette Gewinne machen müssen und wollen, würde dadurch sicherlich auch der Strompreis sinken. Was sagt ihr zu dieser These? Sollen sie einfach machen, ne? Also, ja, Jennifer. Also es gibt ja schon das Konzept der Bürgerenergieparks, Bürgerwindparks. Das ist ja zumindest ein Anfang von dieser Geschichte. Die sind sehr beliebt und die Anteile sehr schnell weg. Natürlich nimmt das noch nicht die ganze Gesellschaft mit und muss definitiv viel weiter ausgebaut werden. Aber es wäre schon mal schön, wenn man alle Energieparks, Windparks und so weiter auf diese Art bauen könnte und nicht mehr den großen Konzernen überlassen würde. Zumindest als schnelle Lösung. Dankeschön, Jennifer. Sonst noch jemand dazu? Sonst Tina? Hm? Du bist noch auf Stumm? Also als Antwort hierzu, der Strompreis oder die EEG-Umlage ist vor allen Dingen auch wieder aufgrund von Profitlobbyismus gestiegen, weil die EEG-Umlage so umgestrickt wurde, dass letztendlich real eine Quersubvention für konventionelle Energiewirtschaft und Industrie passiert ist und der Börsenpreis dadurch immer mehr gesunken ist und im gleichen Maße die EEG-Umlage angestiegen und diese Quersubvention für Großindustrie und Energiewirtschaft wurde dann aber den Betreibern von erneuerbaren Energien angelastet.
das war die Krux, womit man das alte Modell dann zerstört hat, weil früher war es ja in der Tat so, dass in Windanlagen, Windenergieanlagen in erster Linie aus dem zivilgesellschaftlichen Engagement herausgebaut worden, sprich von Energiegenossenschaften und oder kommunale Beteiligungen auch. Und da hat, ja, da war die Region, die Energie von der Region für die Region quasi, ja. Also da hatte der von der Oma bis zum Baby in irgendeinem Ort in Norddeutschland hatte da echt jeder was davon und überhaupt gar nicht die großen Konzerne. Und das Ganze wurde dann aber umgestrickt in Richtung große Konzerne durch wieder mal Profitlobbyismus. Wie es so häufig ist. Dankeschön, liebe Tina. Marco, du hattest dich dazu gemeldet. Ja, ganz kurz in die gleiche Kerbe. Genau das klassische Beispiel, die erste EEG-Umlage, also das Erneuerbare Energiengesetz, das war ja erstmal nur so ein ganz kleines Versatzstück, dann wird es größer, war genau dorthin angesetzt, dass es eben vor allen Dingen vor Ort wirkt, dass es dezentral aufgebaut wird. Und das hatte aber erst nur so kleine Margen und in so einem kleinen Bereich, dass es sich das sozusagen gar nicht für die Großen rechnete und sie das auch noch nicht als Konkurrenz gesehen haben. Und spätestens dann, als es Konkurrenz wurde, haben sie das EEG genau wieder in die andere Richtung umgestrickt. Und das war ganz klar, da war ich bei allen Verhandlungen dabei, auch als die SPD mit in der Regierung war. Ich war umweltpolitischer Sprecher, als Sigmar Gabriel Umweltminister war. Und da der immense Druck der Profitlobbyisten und dann durchsetzt in alle Fraktionen rein, dass es im Prinzip gekippt ist. Und wie man genau an dem Beispiel kann man unglaublich sehen, auch dass es ja so eher als Belastung aufgemacht ist. Das EEG findet sich im Strompreis wieder, obwohl es auf der anderen Seite kostendämpfend ist. Also genau an diesem Beispiel sieht man eigentlich, wie Profitlobbyismus funktioniert. Am Ende vom Lied hat man dann im Prinzip die erneuerbare Branche auch noch zerschlagen. Also auch, was in Deutschland sich aufgebaut hat. Man hat zum Beispiel Abstandsregelungen zwischen Windkrafträdern aufgebaut. Man hat einen Solardeckel eingebaut und, der alles dazu geführt hat, erstens, dass es teurer wird, zweitens oder nicht so günstig wird, wie man es eigentlich haben müsste und vor allen Dingen, dass man auch die deutsche Herstellung boykottiert. Und daran sieht man zum Beispiel, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Man macht ein unglaubliches Bohet für 20.000 Kohlearbeitsplätze, die dann geschützt werden müssen, die hochsubventioniert werden, wo es dann Unterstützung für vor Ort gibt. Gleichzeitig werden aber 100.000 Arbeitsplätze im Erneuerbaren abgebaut und es gibt gar keine Diskussion im Bundestag dazu, überhaupt keine. Und keine Schutzmaßnahmen, nichts. Und das zeigt nochmal, wie stark dieses System davon lebt, dass einige Player im Prinzip das Sagen haben und die Leute aufstellen. Da kann man zum Beispiel Tillich nehmen, der war mal Ministerpräsident, dann hat er eine Kohlekommission geleitet und ist dann Chef eines Braunkohle, Aufsichtsratsvorsitzender eines Braunkohlebereichs geworden. Oder die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die dann zur RAK ging und die im Prinzip bei einer entscheidenden Koalitionsverhandlung, obwohl sie von Energiepolitik keine Ahnung hatte, dann mit der Union die Koalitionsgespräche geführt hat. Die Liste ist so lang, ein paar Beispiele werde ich jetzt auch in meinem Buch deutlich machen, wo man genau sieht, gerade im Energie- und Umweltbereich, wie Profitlobbyismus das Ganze immer mehr beherrscht. Und alles andere, ob jetzt Arbeitsplätze oder nicht, Technologie oder nicht, Umwelt oder nicht, alles zum Spielball geworden ist. Liebe, vielen lieben Dank, lieber Marco. Mir ist auch direkt Schröder und Gazprom eingefallen. Da war ja auch irgendwie eine Geschichte, ne? Also, nur weil es erlaubt ist, ist es moralisch nicht immer korrekt. Ich würde noch eine letzte Frage jetzt reinstellen, weil wir 7:03 haben und 7:00 würde ich gerne mit der Abschlussrunde beginnen. Und zwar hat Alexandra Lerchel, Landesliste, Spitzenkandidat Platz 1 in Bremen. Wie bekommen wir Wissenschaftler-Lobbyisten in den Bundestag? Ihm ist nämlich aufgefallen, die fehlen. Und da wir immer von Lobbyismus sprechen, wie schaffen wir das? Naja, okay, das Erste, was wir sagen können, wir stellen sie auf, so wie wir es gerade machen. Partei wählen, ne? Die Partei wählen.
Sonst noch weitere Ideen? Gibt es tatsächlich gar keine Lobby, Marco, für WissenschaftlerInnen im Bundestag? Naja, es ist schon so, dass sie durchaus bei Expertinnenanhörungen und so weiter auch eingeladen werden. Aber das ist halt auch, also mittlerweile sind auch die Anhörungen, die es ja häufig gibt in den Ausschüssen, gesteuert, indem halt die Fraktionen jeweils ein oder zwei bestimmen, die zu der Anhörung kommen, sogenannte Expertinnen und Experten. Da sind auch dann mal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei. Aber auch da wissen wir, dass gerne Lobbyisten dann sich dahingesetzt werden, obwohl es keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Und wir wissen auch, dass die Fraktionen trotzdem ihre Meinung schon vorher gebildet haben und die Anhörung nichts mehr bringen. Deswegen glaube ich, müsste man öffentliche Anhörungen stärker implementieren. Und die Leute, die da hinkommen zu den Anhörungen, dürften nicht nur alleine von den Fraktionen benannt werden, weil ansonsten ist es wieder ein parteitaktisches Spiel und das müsste viel mehr gemacht werden. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir Bürgerinnenräte einsetzen für Fachfragen, wie zum Beispiel zum Klima. Und die wiederum sollen dann selbst bestimmen, welche Expertinnen und Experten sie beraten, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sie beraten. Ich glaube, dann wäre man frei von diesem Profitlobbyismus und dann hätte Wissenschaft auch einen besseren Zugang. Allerdings müssten die Entscheidungen dieser Bürgerinnenräte dann auch bindend sein. Also sie müssen zumindest als Gesetzesinitiative in den Bundestag geleitet werden. Das wäre, glaube ich, machbar, weil wenn man nur solchen Bürgerinnenrat aufsetzt und dann machen die schöne Ergebnisse wie in Frankreich, dann nützt es eben nichts, wenn die nicht umgesetzt werden. Also da muss es dann ein klares Verfahren geben, wie das in Gesetze gegossen werden. Dann können die Abgeordneten auch dagegen stimmen oder ein anderes Gesetz machen. Aber dann muss es sozusagen wirklich ausdiskutiert werden und ist dann in Gesetzesform. Das wäre eine Art und Weise, wie sowohl die Bürgerinnen und Bürger an den Zug kommen, die Wissenschaft einen stärkeren Zugang bekommt oder eine bessere, mehr gehört wird und die Politik dann darauf eingehen muss. Vielen lieben Dank, Marco. Marc hatte sich gemeldet und dann Sonja. Dazu nur ein kurzes Beispiel. Ich bin auch schon mal angehört worden, zweimal. Einmal von einer politisch eher linken Partei, da ging es um genetische Fingerabdrücke, weil ich vom Beruf Kriminalbiologe bin. Und da war das zum Beispiel so, dass die Frau, die Mitglied in dem entsprechenden Parlament war, hat gesagt, ich habe das alles verstanden, das hast du so erklärt und Bilder gezeigt und keine Fremdworte benutzt, dass ich das jetzt verstanden habe. Ich werde jetzt rausgehen und werde das exakte Gegenteil sagen. Ich verstehe, dass du das nicht verstehen kannst, aber das haben wir vorher in der Fraktion so abgesprochen. Also das wissen vielleicht manche Leute nicht, die jetzt in Parlamenten noch nie eine Hintergrundberatung gemacht haben. Das, was die Personen da am Rednerpult sagen, hat nicht zwingend etwas mit ihrer Einsicht, ihrem Wissen oder sonst irgendwas zu tun, sondern hat andere Gründe. Das Zweite, die Bürgerinnenräte und Bürgerräte funktionieren, wenn sie natürlich frei von Lobbyismus sind. Ich meine, da gehen natürlich die Lobbyleute dahin, aber sagen wir mal, das würde man frei halten. Dafür gibt es Beispiele, zum Beispiel also auch wichtige Sachen, zum Beispiel Ehe für alle und dergleichen mehr. Also da, wo das gemacht wurde und ernst gemeint war und wo dann die entsprechenden Beschlüsse, wie im Sinne einer Jury in den USA zum Beispiel beim Strafprozess, wo dieser Bürgerinnen- und Bürgerinnenrat auch ein Gewicht hat, was hinterher nur noch sehr eingeschränkt verändert werden kann. Da funktionieren die. Da war ich sehr verblüfft, weil man das den Menschen ja nicht zutraut. Ein zweites Beispiel waren kleine Orte in Deutschland, die als alle Angst vor Migranten und Migrantinnen hatten, die einfach alle Leute in den Stadtsaal gedrängt haben. Die mussten noch eng beieinander sitzen. Das war ganz wichtig, dass die Leute sich auf der Pelle hocken und zufällige Verteilung der Sitze hatten. Das waren keine Parlamentarier oder so, sondern das waren einfach nur die Bock hatten, an den Tag da in die Turnhalle in Pusemuckel zu gehen. Und die haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wie man Migranten und Migrantinnen sinnvoll, wir würden jetzt sagen, integrieren kann. Also auch etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das funktioniert alles. Schwulen-Ehe, Lesben-Ehe, Ehe für alle, Transgender-Sachen, alles, was so extrem aufgeladen ist, Migration, das funktioniert erstaunlicherweise auf der Bürgerinnen-Ebene. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, das war das, was ihr gerade gehört habt. Wenn ihr bei einer reinen Bundestagsanhörung als reiner Experte seid, also keine Hintergrundbesprechung, wie ich das vorhin bei genetischen Fingerabdrücken geschildert habe,
sondern bei so einer direkten Besprechung. Das ist tatsächlich ein reines Theaterstück. Ich bin mal geladen gewesen, da ging es um Body Modifications, weil ich damit was zu tun habe und Piercings und Tattoos und so. Und ich war ganz verblüfft, was für eine friedliche und freundliche Stimmung da war und so. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Warum sind die Leute denn hier jetzt in so einer konservativen, strukturkonservativen Umgebung so pro Body Modifications und Tattoos und so? Und dann stellte sich raus, dass die plastischen Chirurgen und Chirurginnen, die hatten das vorher mit den konservativen Fraktionen abgesprochen, dass das eine Sache ist, wenn man die ins Ärztliche verlagert, die sehr viel Geld erbringen kann, ist dann später auch passiert. Zum Beispiel heutzutage dürfen Tätowierer und Tätowiererinnen keine Tattoos mehr entfernen, was ein Job ist, den du auch ohne gute Sprachkenntnisse durchführen kannst, den du als migrierte Person sehr gut durchführen kannst, den du als Person mit sehr schlechter Schulausbildung problemlos durchführen kannst, weil du da einfach nur Hygienekenntnisse brauchst, die jeder begreifen kann. Und so kam das dann. Also das heißt, dann ist eine scheinbar hochliberale Entscheidung getroffen worden aus einem in Wirklichkeit rein strukturkonservativen Grund. Also deswegen, es kommt immer darauf an, was man macht. Und die Lösungen sind tatsächlich bewiesen, durch Experimente bewiesen, Bürgerinnen und Bürgerräte, die eine Entscheidungsinstanz darstellen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da nochmal ein positives Wort auch über Bürgerinnenräte verloren hast, weil es gibt da ja auch immer ganz, ganz viele Kritiker und ZweiflerInnen an dem Konzept. Dankeschön, dass du nochmal die Vorteile aufgezählt hast. Sonja würde ich jetzt als Letztes dran nehmen und dann würde ich mit der Abschlussrunde starten. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass nicht nur der Zugang der Wissenschaft zur Politik erleichtert werden sollte, sondern auch umgekehrt. Also der Zugang der Politik und auch der allgemeinen Bevölkerung zur Wissenschaft erleichtert werden sollte, weil die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse sind hinter Bezahlschranken, obwohl die Forschung eigentlich öffentlich finanziert wurde und eben in Fachsprache, die kaum jemand versteht, der nicht das studiert hat. Ja. Dankeschön. Dann würde ich starten mit der Abschlussrunde. Und zwar haben wir allen Expertinnen eine Frage gestellt in der E-Mail. Und wir haben gefragt, welche Maßnahme zum Umweltschutz würdet ihr zuerst umsetzen, wenn ihr jetzt morgen aufwachen würdet und würdet plötzlich im Bundestag sitzen und könntet das entscheiden? Ich würde das einfach der Reihe nach, wie ich euch hier sehe, durchgehen, wenn das in Ordnung ist. Und würde starten mit Marc Benecke. Ohne Scheiß, Umfrage machen. Und dann würde ich genau das machen, was wir immer sagen, ich will, was du willst. Und dann würde ich es tatsächlich genauso machen. Also meine persönliche Meinung, absolut egal. Mhm, Dankeschön. Dr. Kai Ries, Spitzenkandidat aus Rheinland-Pfalz. Hallo, vielen Dank. Ja, im Großen, wir haben eigentlich alle Lösungen schon gehört. Also wir brauchen mehr Moore, wir brauchen Wiedervernässung von Verwiesen, wir brauchen mehr Boy, das ist alles klar. Aber auch im Kleinen, die Eigeninitiative, wir haben schon darüber gesprochen. Wir müssen mutiger sein, wir müssen Vorbilder sein. Die Menschen kopieren gern. Und wir müssen wirklich auch dafür einstehen, dass eben das Gras wachsen lassen. Auch wenn der Nachbar vielleicht mal meckert, der guckt sich das 2 Jahre an, 3 Jahre an, wir erklären es ihm. Und irgendwann versteht er vielleicht, okay, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und endlich tut mal jemand was und redet nicht nur so. Wir müssen alle mutiger sein und alle was wirklich vor Ort tun und unabhängig davon, was von oben kommt oder eben auch nicht. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Julia Kromer. Oh, du bist noch auf Stumm? Ich habe 4 Punkte, die ich alle gleichermaßen wichtig sehe und sofort alle parallel umsetzen würde, nämlich den Abbau aller klima- und umweltschädlichen Subventionen. Ohne die wird sich gar nichts ändern. Dann die sektorübergreifende Behandlung von Klima und Biodiversität, dass sie nicht immer durch das Umweltministerium für Biodiversität zuständig ist und das Energieministerium womöglich für Klima, sondern die müssen zusammen an diesen Themen arbeiten, sonst wird es auch nichts. Dann eben, da habe ich vorhin ja schon erwähnt, die Bepreisung von Natur und Naturzerstörung, dass das in das Finanzsystem mit eingepreist werden und bezahlt werden muss. Und das klang auch schon an,
viel breitere Bildung und Kommunikation zu Klima und Biodiversität und vielleicht noch zum Thema Leute, die Wissenschaft zugänglich machen. Da möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir das alle ja wie verrückt tun, auf 1000 Kanälen, Formaten, über Pressemitteilungen auf verständlichem Deutsch zu jedem wichtigen Paper. Also man findet das schon, aber es ist halt dann auch unheimlich breit und unheimlich schwierig, da dann irgendwie in die Tiefe zu kommen mit. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ein Hinweis an die ZuschauerInnen, wenn ihr auch gerne eure Forderungen, die ihr hättet, eintragen möchtet, macht das doch bitte in das F&A. Da sehe ich das besser als im Chat, weil im Chat so viele Nachrichten reinkommen, dann würde ich das auch vorlesen. Eins haben wir hier schon aus dem Chat, das habe ich zufällig gesehen. Innovationen, die dem Gemeinwohl und der Bewältigung der Probleme dienen, sollten barrierefrei allen zugänglich gemacht werden. Energie wäre zum Beispiel ein Grundbedürfnis in unserer heutigen Welt. Daher gibt es nur gesellschaftlich leistbare Umsetzung. Das bedeutet zwingend die Entprivatisierung der Grundbedürfnisse von Gesellschaften / Menschen. Als nächstes hätte ich Jennifer. Ich würde den CO2-Preis massiv hochsetzen sofort und gleichzeitig verbieten, klimaschädliche Sachen neu einzubauen. Jetzt als einfach nur Beispiel für ganz viele Sachen. Ich würde den Neueinbau von Öl- und Gasheizungen verbieten, als Beispiel für ganz viele andere Sachen. Dankeschön. Tina. Du bist noch stumm? Also ich würde ganz massive Lobbykontrolle fordern, und aber nicht nur bezogen auf Bundestag, sondern vor allen Dingen auch auf die Regierung und, was mir noch viel wichtiger ist, vor allen Dingen auf die ganzen weiterführenden Lobbyinstrumente, indirekter Lobbyismus, Einflussnahme auf die Medienagenda zum Herbeiführen von Meinungshoheit. Berlin wimmelt voller solcher Agenturen, die diese Dienstleistung anbieten für kapitalstarke Akteure. Das Gleiche auch bei Forschung. 5/6 sind inzwischen privat finanziert. Also auch diese Durchdringung von Lobbyismus in der Forschung. Da müsste einfach viel mehr Transparenz und viel mehr Regeln herrschen. Und so, dass einfach so dieses ganze Lobbygeflecht einfach ausgedünnt wird, sag ich mal. Ja, oder dem einfach nicht mehr so viel Raum und Möglichkeiten geboten wird. Dann würde ich dafür sorgen, dass die Netze, das Stromnetz rekommunalisiert wird, dass da keine Global Player mehr mitspielen können. Und der Schwerpunkt auf lokaler Selbstorganisation liegt. Und Abbau aller Hemmnisse für erneuerbare Energien, Stärkung von lokaler Selbstorganisation, 100% erneuerbare Energien bis 2030. Vielen lieben Dank, Tina. Wir haben noch weitere Ideen aus dem Chat. Carsten aus dem OV Recklinghausen. Die Partei. Das Tempolimit wäre ein sehr dickes Brett, was man bohren könnte. Thilo Schäfer schlägt vor, wie wäre es mit einer Transition mit sofort -20% CO2-Emissionen, -20% unbezahlte Arbeit, -20% Umweltbelastung, -20% Infektion, +20% Impfung und +20% Zeit für BNE, Fragezeichen. Freie Lebenszeit für Lösungen und Friedfertigkeit. Wie wäre es mit freien Freitagen? Und Judith Getschi, Direktkandidatin aus Köln und Krankenpflegerin. Ich fordere ein Gesetz, dass alle Flachdachhausbesitzer und Hochhausbesitzer ab sofort gesetzlich dazu verpflichtet sind, Dächer zu bepflanzen. Als Ergänzung zu den Gärten wahrscheinlich. Dann hätte ich als nächstes Rivka. Also wie ich es eigentlich schon mehrmals gesagt habe, sehe ich die Ursache allen Übels im Profitlobbyismus und würde deswegen auch ganz konsequent bezahlten Lobbyismus verbieten.
Das wäre so die erste Forderung. Und um jetzt nochmal aufs Klima einzugehen, würde ich sagen, wurde genug gesagt. Ich würde mich Julia Kromas Forderung aber auf jeden Fall auch sehr anschließen, bezahlt hier umweltschädliche Subventionen einfach sofort zu verbieten. Vielen lieben Dank. Nicole? Ja, also ich würde auch den Profitlobbyismus versuchen abzuschaffen. Ich würde die Ausschüsse versuchen öffentlich zu machen als Forderung, dass man zum Beispiel anfängt, ich meine, hallo, wir leben in einer digitalisierten Welt, wir könnten einen Livestream machen von den Sachen, die in den Ausschüssen passieren. Warum passiert das nicht? Warum ist das alles so intransparent? Also ich würde Transparenz, mehr Demokratie, Mitbestimmung der Bürger und einen Bürgerinnenrat vielleicht, um das auch umzusetzen, einführen. Ja, das war's. Dankeschön. Lennart S. schlägt vor, sofortiges Verbot der weiteren Entwicklung von Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen. In Klammern etwas radikal, aber meiner Meinung nach nötig. Gleichzeitig Subventionen der Elektromobilität. Ich würde da gerne noch ergänzen, ÖPNV auszubauen wäre da auch sehr gut. Dann können wir nämlich auch Inlandsflüge gleichzeitig noch und gerne auch in strukturschwachen Gebieten, dass das nicht nur in der Stadt möglich ist, sondern auch auf dem Dorf, wenn nicht mehr Auto gefahren wird. Lena, 3-Stufen-Plan für CO2-Neutralität von Gebäuden. Erst öffentlich und gemeinnützig, dann privatwirtschaftlich, dann private Gebäude. Judith nochmal aus Köln. Als Beispiel für Köln könnte ich mir die blühenden Dächer von Chorweiler Betonflächen abschaffen. Alle betonierten Flächen begrünen zum Beispiel Berlin-Alexanderplatz. Bastian Arp sagt, bin zwar kein Experte, habe mir trotzdem als Laie Gedanken gemacht in Richtung Wasserstoff weiterforschen und fördern, die Verkehrsinfrastruktur anpassen. Und Denise Ney sagt, Finanzen spielen eine große Rolle. Deshalb Offenlegung der Investitionen öffentlicher Gelder inklusive Altersversorgung, zum Beispiel VBL. Vorschrift, dass diese Gelder nicht in klimaschädliche Projekte, Atomkraftwaffen, fossile Industrie investiert werden. Gleichzeitig Verbot von Leerverkäufen und Hochfrequenzhandel und Finanzmarkttransaktionssteuer einführen. Vielen lieben Dank. Johanna? Ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, mein Thema sind natürlich wieder die KlimabürgerInnenräte, allerdings ein bisschen spezifischer diesmal. Die Frage, die uns ursprünglich gestellt worden ist, was wäre die erste Forderung, die ihr für den neuen Bundestag hättet, also für den Bundestag der nächsten Legislaturperiode? Und interessanterweise, praktischerweise gibt es gerade ein Projekt, das nennt sich Bürgerrat Klima. Wie der Name schon sagt, wird ein Bürgerinnenrat zur Klimapolitik gerade durchgeführt. Die erste Sitzung findet nächste Woche statt. Die Ergebnisse werden im Juli, August, September bis kurz vor der Bundestagswahl verkündet werden. Dieser Bürgerinnenrat ist an sich super cool, das läuft total gut. Der Expertinnenrat ist super, Horst Köhler hat die Schirmherrschaft übernommen. Allerdings, die Politik schweigt bisher zu dem Prozess, obwohl ein relativ breites gesellschaftliches Bündnis dahinter steht. Und wir wünschen uns, dass diese Ergebnisse vom ersten Klimabürgerinnenrat, daraufhin werden noch weitere folgen, aber von diesem ersten Klimabürgerinnenrat direkt in der neuen Legislaturperiode betrachtet werden und idealerweise natürlich auch umgesetzt werden. Das wäre meine erste Forderung an den neuen Bundestag. Vielen lieben Dank. Sonja, was würdest du fordern? Es heißt ja immer, Umweltschutz, Klimaschutz sei zu teuer. Aber jetzt Corona hat gezeigt, wenn es eine Krise gibt, ist Geld da. Und ich fordere, dass die Klimakrise, Umweltkrise als mindestens ebenso große Krise anerkannt wird und da mindestens genauso viel Geld reingesteckt wird. Denn nur weil die Folgen uns weiter weg vorkommen, letztendlich wird es uns mehr kosten, sowohl an Geld als auch an Menschenleben. Vielen lieben Dank. Tino? Die meisten können sich bestimmt denken, was ich jetzt fordere, aber das hat die Johanna schon übernommen. Natürlich wäre es sehr zu begrüßen, sofort nach während der neuen Legislaturperiode einen Bürgerinnenrat einzuberufen. Aber ich nehme jetzt ein anderes Thema. Und zwar fordere ich,
einen sofortigen Stopp aller baulichen Maßnahmen in Deutschland, die nachweislich intakte Natur zerstören. Angefangen bei allen straßenbaulichen Maßnahmen, bei industriellen Großprojekten, aber auch das wenige Hektar große Gebiet an zum Beispiel hier am Stadtrand von Weimar, was eigentlich renaturiert werden soll, aber dann an Konzern verkauft wird, damit die Stadt es eben nicht renaturieren werden muss. Also Stopp aller baulichen Maßnahmen. Und dann hätte ich noch eine zweite Sache, die vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt. Also die Regierung wird ja schon beraten, seit vielen Jahren schon vom WPGU, das ist der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung. Das sind so tolle und inspirierende Menschen, auch wie Maya Göpel und so mit dran beteiligt. Oder jetzt, ich glaube Ende 2020, wurde ein Expertinnenrat für Klimafragen einberufen. Aber all das sind natürlich so Dinge, die eine gewisse Sache reproduzieren, nämlich, dass die westlichen Gesellschaften, wir mehrheitlich weise Menschen, die den ganzen Planeten erstmal so zerschrottet haben, wie er jetzt ist, auch immer nach Lösungen suchen. Und da fordere ich die Bundesregierung auf, einen Rat einzuberufen, der sich explizit mit der Anwendung von indigenem Wissen, also mit sogenannten Native Science, auseinandersetzt und die Lösungsansätze genau eben nach diesem Wissen, das schon Jahrhunderte alt ist, versucht auch zu generieren. Mag vielleicht für manche ein bisschen abstrakt sein, wer sich aber damit beschäftigen will, kann das gerne mal tun und wird merken, dass das ziemlich, ziemlich logisch ist. Denn die erfinden nicht solche Sachen wie fliegende Autos oder eine Welt, die jetzt zu 30% unter Naturschutz gestellt werden soll, ohne jegliche Gerechtigkeitsaspekte, sondern ich glaube, da haben wir ganz andere Lösungsvorschläge und Lösungsansätze parat. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Im Chat kam jetzt noch auf, da steht irgendwie FCK-SUVs. Ich weiß, diesen neumodischen Sprech kenne ich nicht. Dann hat Bernd Föhr gefordert, Klimawandel zu verbieten. Und Rainer Drees hatte vorgeschlagen, Kriege dürfen nur noch Länder führen, welche Klimaneutralität nachweisen können. David Fuchs, was hältst du davon und was würdest du fordern? Ich finde das natürlich alles sehr gut, weil wir eine sehr gute Partei sind. Ja, ich würde mich jetzt an Jennifer anschließen. Der CO2-Preis einfach hoch, weil da funzt der Klima, da funzt der Kapitalismus. Warum soll man den nicht mal nutzen, wenn er in die richtige Richtung geht? Ich würde direkt ein 10-Milliarden-Programm für die GEZ auflegen, das die Klimaschutzprogramme in aller Welt fördern kann. Das geht super einfach. 10 Milliarden GEZ macht Klimaschutz international. Und wie eben gesagt, Abschaffung aller Greenwashings und da erstmal angefangen, alle Siegel abräumen, egal von wem, neu aufsetzen, nach klaren Standards, sodass es nachvollziehbar ist und mit ganz tollen Ampeln einfach auf alles draufpacken. Das verstehen die Menschen und dann wird denen ermöglicht, sich klar zu entscheiden, will ich Qualfleisch erstmal, das werden die meisten Menschen nicht wollen, will ich klimaschädliches Fleisch oder will ich klimaschädliche Lebensmittel oder möchte ich das nicht. Wirklich Ermündigung der Bürger in dem Sinne. Vielen lieben Dank. Autoemissionen dürfen nicht mit dem Fahrzeuggewicht relativiert werden, Thorsten Leitner. Marco. Ja, super viel ist ja schon gesagt. Ich meine, ich bleibe dabei, Profitlobbyismus muss zerstört werden. So ende ich häufig meine Rede im Bundestag. Und das wäre für mich die Hauptforderung. Es gibt ja, da werden wir vielleicht noch mal eine eigene Videokonferenz zu machen, natürlich dann die speziellen Forderungen, wie sowas zu bewerkstelligen ist. Das ist nämlich möglich, zumindest sehr stark einzuschränken. Ich bin aber auch bei den Bürgerinnenräten, ist aber auch genug zugesagt worden. Aber ich bin nur für diese Bürgerinnenräte, wenn sie eine ganz klare Botschaft haben, die dann in Gesetzesinitiativen gebaut wird. Nur Gremien, die dann irgendwas hinterher als Ergebnis stehen haben, die zwar gut sind, die aber dann nicht gehört werden, macht das total unglaubwürdig und dann haben die Leute auch keinen Bock mehr, dahin zu gehen, sondern das muss klar eine Regelung geben und das müssen wir leider in der Politik abstimmen. Und bezüglich des Geldes war da einiges zugesagt. Ich würde das gerne erweitern. Also erstens die Subventionen sehe ich genauso. Wir haben 40 bis 60 Milliarden jedes Jahr, die wir für klimaschädliche und gesundheitsschädliche Subventionen ausgeben. Das werden aber mehr, nicht weniger. Ich möchte nicht nur einen CO2-Preis haben, sondern ich möchte externe Kosten komplett abbilden. Das heißt, jedes Produkt, jede Ware, die angeboten wird, muss alle externen Kosten ausweisen und müssen sozusagen mit drin sein. Da sind dann klimaschädliche Effekte mit drin, da sind gesundheitsschädliche Effekte drin. Das ist erstmal ein ziemlicher Aufwand.
aber das müssen die Preise abbilden. Und dann haben wir eine Unterscheidung von Waren, wie nachhaltig sie wirklich sind, weil Nachhaltigkeit eigentlich auch nur noch so eine Floskel geworden ist. Und da geht es eben nicht nur um CO2, sondern es gibt ja ganz viele andere Dinge, die zerstören. Und auch, ob man seltene Rohstoffe nimmt, die schwer zu beschaffen sind, wie die Arbeitsbedingungen sind. Also wir kriegen ja nicht mal ein gutes Lieferkettengesetz hin. Das muss sich alles in jeder Ware widerspiegeln. Und wenn der Preis insgesamt gerechter, fairer, klimagerechter wird, ich glaube, dann hat man sozusagen nicht nur den mündigen Bürger, die mündige Bürgerin, sondern dann hat man auch ein System, was ökonomisch viel langfristiger noch haltbar ist. Achso, eine Sache, noch einen Satz, weil wir jetzt sozusagen jetzt die vielen Vorschläge haben, die wir auch sammeln werden. Ich würde euch jetzt schon fast bitten, vielleicht noch im Nachgang oder dann mal auch aufzuschreiben, vielleicht ein Beispiel, und sei es nur ein Plakat oder ein Beispiel, wie man Leute erreichen kann mit einer Botschaft, mit einem Ziel, mit Fakten, auf eine andere Art und Weise als sozusagen das in Referatsform oder ein Video oder sonst was zu packen. Also wenn ihr irgendwas habt, was vielleicht ein bisschen anders ist, ob satirisch, ob mal ganz unkonventionell, also irgendwie einen Ansatz zu haben, dass wir auch mal eine Ideensammlung haben, wie wir an die Leute herantreten, die vielleicht auch noch nichts davon gehört haben oder wenig sich damit beschäftigen und die wir dann trotzdem kriegen. Auch das vielleicht mal auflisten. Das fände ich sehr gut, wenn wir da so eine Ideensammlung reingeben könnten. Dankeschön. Vielen Dank, Marco. Sonja schrieb noch, wir könnten den grünen Punkt für Atommüll einführen. Und zwar ist es so, dass beim grünen Punkt, wie ist das, die Hersteller sind verpflichtet, den Müll selber? Nee, die Hersteller bezahlen quasi für die Entsorgung des Verpackungsmülls, also wo der grüne Punkt drauf ist. Ja, das wäre mal. Das sollte auch für Atommüll so sein. Ja. Und schön. Darf ich ganz kurz, da muss ich noch einen Satz zu sagen. Wir haben nur 3, sonst was Milliarden, wo wir den Klima- und Umwelthaushalt von bestreiten. Auch das wäre so eine Maßnahme, die unglaublich wichtig ist. Also nur gut 3 Milliarden. Wir geben 50 Milliarden fast für Verteidigung aus. Wir haben allein in den letzten 7 Jahren 14 Milliarden mehr für Verteidigung ausgegeben. Selbst in diesem Jahr, im Corona-Jahr, geben wir über 1 Milliarde mehr für Verteidigung aus. Der Umwelt- und Klimahaushalt ist nur 3 Milliarden groß. Und die Hälfte von diesem Haushalt, deswegen komme ich da drauf, die Hälfte von diesem Haushalt geben wir aus, nicht für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, sondern um diesen Mistdreck von Atomen unter die Erde zu kriegen, der zig Generation noch belasten wird und wo jetzt wieder alle anfangen, oh, das ist doch eine Klimaalternative, wir müssen wieder auf Atommüll setzen und auf Atomenergie setzen. Ich will nochmal die Dimensionen benennen und wie viele Milliarden wir das schon subventioniert haben, davon rede ich noch nicht mal. Dankeschön, Marco. Last but not least, Martin, was würdest du als erstes ändern, wenn du in den Bundestag einziehen würdest, klimapolitisch? Ja, vielen Dank jetzt mal für die vielen Anregungen. Ich bin ja tatsächlich zum Zuhören hier. Ich habe vieles gehört, was wir selber gerade ins Parteiprogramm geschrieben haben. Ich habe vieles gehört, was wir noch aufnehmen werden. Ich möchte 2 Dinge noch erwähnen. Erstens werden wir die neue Verbotspartei werden. Die Grünen, denen ist es mal um die Ohren geflogen. Früher, dass sie irgendwie einmal ein fleischloses Essen in der Mensa irgendwo einführen wollten. Und auch die Eigenheim-Diskussion neulich zeigt schon, dass Verbote nicht gut ankommen. Ich glaube aber, dass es viele Bürger gibt, denen man praktisch auch die Entscheidung abnehmen muss, die vielleicht gar nicht Zeit haben oder auch die intellektuelle Kapazität, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Deswegen werden wir Reisen verbieten, Reisen nur noch mit gutem Grund. Rentner können sich 3D-Bilder der Rialto-Brücke anschauen, die müssen nicht Venedig zerstören. Wir werden eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen einführen. Die Grünen sind für 130, deswegen sind wir für 136. Das bringt uns ganz viele konservative Wähler. Wir werden das Fliegen verbieten, das ist ganz klar. Öffentlicher Nahverkehr muss kostenfrei sein. Es gibt Projekte im Ausland, wo so etwas läuft. Wir werden, also Fleisch einmal in der Woche, habe ich bereits erwähnt, das kommt bestimmt in der Bildzeitung sehr gut an. Und was wichtig ist, wir werden dafür eintreten, das Bruttoinlandsprodukt
auf sozial- und umweltverträgliche 50% zu setzen. Denn alle Parteien, wenn ich das richtig sehe, die im Bundestag sind, setzen auf Wachstum. Und auch bei jedem bescheuerten Green Deal, der sich gut anhört, aber nichts bringt, ist das Wachstum natürlich Voraussetzung für alles, was da passieren soll. Also wir werden für eine massive Beschneidung des Bruttoinlandsproduktes eintreten. Und dann regelt sich vieles andere auch von selbst. Vielen Dank von meiner Seite. Ich muss jetzt hier raus und Fleisch essen. Heute ist der Tag in der Woche, an dem ich das mal mache. Und vielen Dank für viele Anregungen. Und wir werden einiges, glaube ich, im Wahlprogramm der Partei wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss, Martin, und Dankeschön. Ja, damit wären wir auch am Ende. Die ganzen anderen F und As, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, nehmen wir natürlich auch auf. Da waren viele, viele gute Vorschläge, die man benutzen kann. Und würde jetzt nochmal an Marco abgeben für ein Schlusswort. Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich bedanke mich nur bei allen, die dabei waren, die mitdiskutiert haben, die geschrieben haben. Verbreitet es weiter. Macht mit, weil wir haben keine andere Chance. Ich glaube, dass es aber Möglichkeiten gibt, wenn wir uns unsere Demokratie zurückholen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir daran denken, das ist die Bevölkerung, die bestimmt. Das ist genau das, was im Bundestag vergessen wird, dass die Bevölkerung die Chefin ist und nicht der Parteivorsitzende und nicht der Fraktionsvorsitzende, erst recht nicht der Konzernchef oder eine Kanzlerin oder ein Kanzler. Und ich glaube, in diesem Sinne müssen wir vorgehen. Und dann glaube ich, dass die Bevölkerung jetzt schon viel weiter ist als die Politik. Und dann können wir auch wieder einiges erreichen. Das müssen wir irgendwie deutlich machen, auch jetzt im Wahlkampf. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr weiter Vorschläge macht. Und wir werden weiterhin einen runden Tisch haben. Wer Lust hat, kann sich melden und mitmachen. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Macht's gut und schönen Abend noch. Und vielleicht nehmt ihr Martin jetzt heute Abend nicht als Vorbild. Ansonsten gerne. Macht's gut. Vielen lieben Tschüss. Dank an alle Teilnehmenden. Und ich habe gleich noch Mehl von dir gefunden. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Guten. Tschüss. Tschüss und danke vor allen Dingen an Käthe. Du hast uns sehr nett durch das Programm gebracht. Es ist eine gute Ergänzung zu mir, wo ich ja immer so emotional bin, die Leute ein bisschen zu beruhigen und eine freundliche Moderation zu haben. Vielen Dank dafür und auch an alle anderen und natürlich an Marc und an Julia, aber auch an alle anderen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.